Ja, hallo, grüß Gott zusammen. Ich begrüße Sie und euch alle ganz herzlich zum dritten Teil unserer Reihe Umwelt und Landwirtschaft im Dialog. Für Umwelt stehe ich, Rosi Steinberger. Ich bin die Vorsitzende vom Ausschuss für Umwelt- und Verbraucherschutz im Bayerischen Landtag. Und für die Landwirtschaftsseite sitzt hier die Gisela Sengel, die die agrarpolitische Sprecherin unserer Fraktion ist. Die Gisela und ich, wir reden ja ständig, also wir haben ja immer Umwelt und Landwirtschaft im Dialog, aber wir haben uns gedacht, das müssen wir ausweiten. Vor allen Dingen ist uns die Idee gekommen nach diesem runden Tisch Artenvielfalt. Da waren wir beide ja dabei. Das sind, wo es um das Volksbegehren gegangen ist, halt alle Seiten an einem Tisch beieinander geguckt und haben einmal über diverse Probleme geredet, haben dann auch festgestellt, dass da Vorurteile gibt, die man abbauen müsste und dass einfach viel gescheiter ist, wenn man miteinander redet und nicht übereinander. Weil gerade bei dem Volksbegehren hat man leider gemerkt, dass sehr viel übereinander geredet worden ist. Gut, das ist jetzt schon wieder lang her und diese ganzen Dialoge haben wieder abgebrochen und darum haben wir, die Gisela und ich, uns gedacht, wir lassen das wieder aufleben. Und machen wir führen wir diesen Dialogprozess weiter, und zwar in jedem Regierungsbezirk einmal. Und jetzt sind wir heute in der Oberpfalz und wir haben uns zu jedem Regierungsbezirk ein Thema überlegt. Also wir waren schon in Oberbayern, da ist es um Diversifizierung gegangen, zum Beispiel Urlaub auf dem Bauernhof. Wir waren schon in Niederbayern, da war das Thema Schweinehaltung und Grundwasserschutz ein kontroverses, aber wir haben trotzdem wirklich sehr konstruktiv diskutiert. Und in der Oberpfalz haben wir uns gedacht, wir nehmen das Thema Weidehaltung in Verbindung mit Artenvielfalt, weil man festgestellt hat, dass die Weidehaltung ja leider immer mehr zurückgegangen ist. Inzwischen gibt es aber wieder einige Projekte und gerade in der Oberpfalz gibt es da ganz gute Projekte, wo man also zum Beispiel Mutterkuhhaltung macht oder auch Weidehaltung. Und was hat das eigentlich für Auswirkungen auf den Naturhaushalt? Und darum haben wir das auch genannt. Der Kuhfladen als Hotspot der Artenvielfalt, das Büttel hat uns total gut gefallen und jeder hat gleich ein Büttel vor Augen, wo was für Arten sich da tummeln können. Aber was das genau auf sich hat, das werden unsere beiden Referenten eigentlich noch viel besser erklären können. Wir haben vorgestern auch schon ein Fachgespräch gehabt, wo es um, also ein internes, wo wir Leute eingeladen haben von zum Beispiel vom Fleischrinderverband oder vom Naturpark Hirschwald oder wir haben Umweltverbände da gehabt und Bioanbauverbände und haben uns da 2 Stunden unterhalten über diese Thematik. Und da haben wir auch gemerkt, so einfach ist es nicht für einen Landwirt, der zum Beispiel Mutterkuhhaltung praktizieren möchte, weil natürlich jeder Landwirt schauen muss, dass er von dem, was er produziert oder was er macht, erleben kann. Und leider hat sich herausgestellt, die Landwirte werden immer mehr in die Intensivierung reintrieben und je intensiver ich arbeite, je größere Stückzahlen ich produziere, umso mehr Geld bleibt mir über. Es ist aber nicht unbedingt das, was die Gesellschaft will oder was zum Beispiel auch wichtig wäre für den Artenschutz und für den Umweltschutz. Und darum reden wir da heute mit unseren beiden Referenten darüber. Die darf ich jetzt ganz kurz vorstellen. Das eine ist der Rudi Leitl. Er ist Gebietsbetreuer im Landkreis Amberg-Sulzbach und in der Stadt Amberg. Er ist Forstwirt und Bauzeichner, also ist ein Mann, der alles kann. Und jetzt ist er vor allen Dingen Fledermaus-Spezialist und Vogelkenner. Er betreut auch das Fledermaushaus in Hohenburg. Er war lang Biberberater und Naturschutzwächter in Amberg und im Landkreis Amberg-Sulzbach. Also der Rudi Leidl, mit dem kann man, glaube ich, über alles reden heute. Und der hält dann so einen Vortrag, was denn zum Beispiel so ein Kuhfladen auch mit der Artenvielfalt zu tun hat. Und unseren zweiten Referenten, der auch kurz vor, das ist der Thomas Schwarz vom Büro Landimpuls. Er ist Agraringenieur, genau wie ich. Er ist Gesellschafter bei Landimpuls, das ist die Gesellschaft für regionale Entwicklung. Hat ein Beratungsbüro für Regionalentwicklung und ist Projektmanager beim Jura-Distel-Projekt. Und das ist genauso ein Projekt, wie wir uns das vorstellen, das gut ist für die Landwirte, die da mitmachen, aber auch für die Umwelt. Er ist auch an der Biodiversitätsmodellgemeinde Tennisberg beteiligt und kann uns auch sehr viele Beispiele bringen, wie eigentlich solche Sachen gut funktionieren. Weil wir wollen schauen, wo funktioniert was gut. Wo kann man was nachmachen? Wo gibt es auch Hindernisse? Wo kann man vielleicht auch mir als Politikerin auch ein bisschen helfen und anschirmen? Weil manchmal gibt es bürokratische Hemmnisse, die man abbauen muss, weil sonst traut sich ein Landwirt nicht, quasi seinen Betrieb umzustellen, obwohl es doch für alle und für die Natur so gut war. Das wäre jetzt meine Vorrede gewesen. Ich gebe jetzt weiter an die Gisela Sengel, die ich auch noch ganz herzlich begrüßen möchte.
Und wir machen dann erst einmal diese beiden Vorträge und anschließend in die Diskussion. Und wie das funktioniert, kann euch die Gisela noch verzeihen. Jetzt übergebe ich an die Gisela Sengel. Bitte sehr. Gut, danke. Ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen. Mich freut sehr, dass wir in der Oberpfalz sind. Mir war natürlich am liebsten persönlich vorbeikommen, weil man kann ja eigentlich digital die persönlichen Gespräche gar nicht ersetzen. Aber gut, Corona ist es geschuldet, dass wir das digital stattfinden lassen müssen. Hauptsache, es findet überhaupt statt und ich freue mich, dass so viele Leute zuhören und zuschauen. Wir werden uns bemühen, das genauso lebendig zu gestalten, wie wenn es live wäre. Und ich muss sagen, ich bin ja seit 2013 im Landtag als agrarpolitische Sprecherin. Und mein erster Besuch, politischer Besuch in Oberpfalz, das war, glaube ich, schon 2014. Und zwar bin ich da in der Ökomodellregion Steinwald Allianz, habe ich besucht. Und wir sind da hingefahren, war ein unheimlich heißer Tag. Und wir sind da zum Hof gefahren, wo daneben das Projekt Rotes Höhenvieh in Verbindung mit Beweidung, ich glaube, der Landschaftspflegeverband hat da so ein Projekt aufgezogen. Und es war ein unglaublich schönes Bild. Und ich habe die Oberpfalz in so toller Erinnerung. Ich meine, bei uns in Oberbayern wir werden oft überrannt, aber es ist einfach eigentlich schön, wenn mal nicht so viel los ist und wenn wirklich Natur nur Natur ist. Und wenn einfach Tiere auf der Weide sind, ich glaube, das ist sowas Schönes. Das tat vielen Menschen gut, da einfach bloß einmal ein paar Stunden sich hinhocken und dem zuschauen. Kühe haben ja ganz was Beruhigendes, finde ich. Und ich finde es eigentlich schade, dass man die alle im Stall versteckt. Deswegen haben wir uns gedacht, das ist einfach auch ganz wichtig. Der Kuhfladen, die Rosi hat es ja schon gesagt, ist der Hotspot der Artenvielfalt. Man rümpft immer die Nase, aber man muss bei vielen Sachen, das entdecken wir ja gerade, was unser menschliches Tun für Auswirkungen hat, aber wie wichtig eigentlich alle Zusammenhänge in der Natur sind, dass die alle einen Sinn machen, dass das auch einen Sinn macht, wenn die Kuh schön spazieren geht und ab und zu mal was fallen lässt. In diesem Sinne wünsche ich mir jetzt eine gute und spannende Diskussion. Das wird so ablaufen, dass Sie bitte jetzt so während die Vorträge schauen, können Sie Ihre Fragen in den Chat schreiben. Wir haben im Hintergrund natürlich zwei Helferinnen, die das auch ein bisschen zusammenfassen. Das wird dann mir übermittelt. Ich werde die Frage vorlesen und es war auch sehr schön, wenn Sie die Frage direkt an einen Referenten oder an uns zwei stellen würden. Also von wem wollen Sie die quasi beantwortet haben? Wir bitten darum, gut, wenn einer unbedingt ein Statement hat oder unbedingt was weiteres dazu beitragen will, findet man das auch interessant, aber im Prinzip soll es ein bisschen so sein, so Frage-Antwort und einfacher Austausch. Gut, dann freuen wir uns jetzt auf eine lebhafte Diskussion und ich darf jetzt überleiten, ich weiß gar nicht, wer von euch zwei anfangen möchte. Wie haben wir das beschlossen? Der Herr Leitl, genau. Dann bitte Herr Leitl mit Ihrem Vortrag. Gut, ich gehe jetzt gleich mal in die Präsentation. Tut sie noch nichts? Jetzt? Jetzt seht ihr es. Jetzt seht ihr so wie ich nicht. kein Moment. Jetzt ist der Bildschirm, ich mache den jetzt einfach gleich. So. Also. Der Kuhfladen als Hotspot der Artenvielfalt, Weidetiere als Retter der seltensten Fledermausart Deutschlands. Ich stelle mich in dem Vortrag vor. Ah, da hängt schon wieder was. Leider funktioniert das jetzt nicht so wie geplant. Es lässt sich keine Folie weiterschalten. Ich tue das nochmal beenden. Ne? Ja, probier es einfach mal. Ja, es lässt sich leider jetzt keine Folie mehr schalten. Ich hätte jetzt mal vorgeschlagen, vielleicht Rudi, dass du auf Escape drückst. Ja, ich mache mal, auch das lässt sich nicht mehr. Sollte jetzt währenddessen wir geplaudert haben, der Computer abgestürzt sein, aber auch bei Escape tut sich nichts mehr. Oh je. Jetzt mache ich mal
Tut mir leid, gerade vorhin ist alles gegangen. Jetzt geht's. Ich mache einfach bloß ins Bild reinklicken. Also, das war. Jetzt geht's auch wieder. Also, wir sind die erste Folie und ich habe gleich nochmal eine zweite Titelfolie, weil ich einen ähnlichen Vortrag schon mal gehalten habe. Mit kuriosen Titeln. Wir haben ja heute auch einen kuriosen Titel. Der Kuhfladen als Hotspot der Artenvielfalt. Ein anderer kurioser Titel, Fledermäuse, Teamplayer und Wertschöpfer für Metropolregionen. Mit dem Untertitel Sozioökonomische Vorteile durch den Schutz einer hochbedrohten Art. Dieser seltsame Titel erklärt sich durch die nächste Folie. Da bin jetzt ich drauf zu sehen, mit unserer Herde vom roten Höhenvieh. Nämlich durch dieses Projekt, das ich jetzt anschließend vorstelle, bin ich zum Markenbotschafter für unseren Landkreis geworden bei der Metropolregion Nürnberg. Und das heute mal als Grüner Bauer angedenken, Lauer. Als Grüner Bauer habe ich aber auch schon mal Rinder auf die Weide drin. Ich bin nämlich einem Grüner landwirtschaftlichen Betrieb aufgewachsen und habe von da aus immer innigen Kontakt zur ganzen Natur gehabt und habe nach einem sehr kurvenreichen Leben mit Lehramtsstudium, Bauzeichnerlehre, dann noch Studium der Forstwissenschaften, bin ich dann letztlich im Fledermaushaus Hohenburg gelandet und kann dort heute Menschen auf Dinge hinweisen, die sie normalerweise nicht wahrnehmen. Warum? Dass manche Arten in unserer Umwelt verschwinden und warum sie verschwinden. Und mit diesem Projekt, das ich jetzt vorstelle, nämlich das Live-Projekt Große Hufeisennase, hier hängt eine an meinem kleinen Finger dran, man hätte es gar nicht gesehen, mit dem Live-Projekt Große Hufeisennase versuche ich eben eine Art vom Aussterben zu bewahren und da spielen eben Rinder und Kuhfladen eine sehr bedeutsame Rolle. Dieses Projekt wurde ja auch ausgezeichnet von der UNDK, die biologische Vielfalt, wurde sogar das Jahresprojekt und im Juni ist dann die Auszeichnung durch die Bundesumweltministerin, musste Corona-bedingt jetzt ein paar Mal verschoben werden. Gut, da gibt es eine kleine Vorgeschichte. Die große Hufeisennase ist vermeintlich 1988 in Deutschland schon ausgestorben und dann hat man aber 1992 eine kleine Wochenstube. Also Wochenstuben nennt man bei Fledermäusen diese Verbände von Weibchen, die gemeinsam ihre Jungen dort zur Welt bringen und aufziehen. Und da hat man eine kleine Wochenstube in einem alten Fachwerkstadel in Hohenburg gefunden. Und erst wurde das geheim gehalten und dann hat es dann da einen Röschenschlaf gehalten bis 2008. Da in dem alten Fachwerkstadel, sieht man, wo hat die sich versteckt gehalten. Und jetzt komme ich eben zu einem anderen Teil, nämlich die Sozioökonomie, dass Naturschutz und Landwirtschaft beides wichtige Teile sind für unsere Gesellschaft, von denen wir letztlich leben. Ohne die ging es einfach nicht. Also Sozioökonomie, erster Teil, der dann Röschenschlaf und dann wurde das gerettet, dieses letzte Vorkommen, nämlich durch ein Kuriosum, durch die Finanzkrise. Und da hat die Bundesregierung 1 Million Euro zur Sanierung des Fledermaushauses Hohenburg im Rahmen des Konjunkturpakets bereitgestellt. Da haben manche Leute gesagt, ja, sind die wahnsinnig. 1 Million Euro für so blöde Fledermäuse. Aber ich kann das immer ganz leicht entkräften. Ich kann nämlich versichern, dass von dieser 1 Million Euro kein einziger Euro in die Tasche einer Fledermaus geflossen ist. Es ist alles in die Taschen von Menschen geflossen, die dort nämlich 2 Jahre lang gute Arbeit hatten und etwas geschaffen haben, wo jährlich tausende Leute zu Besuch kommen und wo man eine Umweltbildung ganz besonderer Art machen kann. Hier ist nur die Bautafel. Der Freistaat Bayern war der Bauherr und es war eine Riesenbaustelle, weil das schon alles so marode war. Und vor dem Einsturz gerettet werden musste, da erklären sich auch die hohen Kosten,
war aber auch, sag ich mal, der Denkmalschutz hat ihm da auch mitgeredet. Und letztlich ist es jetzt ein Schmuckstück des Marktes Hohenburg, des Fledermaushaus Hohenburg. Hinten im Fachwerkstadel leben die Fledermäuse und vorne ist ein Ausstellungsraum, wo man auch live über Kameras die Fledermäuse beobachten kann. Ich könnte sogar jetzt auch auf die Live-Webcam schalten, dann würde man jetzt da sehr viele Fledermäuse sehen. Vielleicht kann ich das im Anschluss noch machen, wenn es gewünscht ist. So, jetzt komme ich zum Teil 2 der Sozioökonomie. Nach der Sanierung durfte man jetzt stehen bleiben. Und wir haben dann eins drauf, weil wir, wenn wir die Art retten will, zwar war das Quartier gesichert, aber uns war klar, wir müssen dieser Fledermausart auch wieder Lebensräume geben. Weil es hat ja einen Grund gehabt, warum das hier so selten geworden ist. Und darum haben wir insbesondere der Landesbund für Vogelschutz ein EU-Live-Projekt beantragt, das dann auch bewilligt wurde. Und dann habe ich nochmal eine Million Euro bekommen, das ich zum Schutz dieser Art ausgeben durfte. Und das ist jetzt dann zu einem großen Teil in die Landwirtschaft geflossen, nämlich in den Aufbau eines Rinderbeweidungssystems. Die Maßnahmen des Live-Projektes waren, also das Fledermaushaus wurde erst einmal ausgebaut für den Besucherverkehr, dann wurde ein großer Stall gebaut und Fledermaustürme. Dann haben wir eine Herde Rotvieh aufgebaut und für die insgesamt 65 Hektar Weideflächen generiert. Davon sind auch ungefähr 15 Hektar Waldweide. Das war wieder ein wenig eine Besonderheit. Früher war ja Waldweide was ganz Normales, heute gibt es noch im Alpenraum, aber außerhalb des Alpenraums gibt es kaum mehr Waldweide. Und früher ist einfach der Dorfhirte mit den Weidetieren aus dem Ort durch die Landschaft gezogen und hat sie abends dann wieder zu den Einzelnen zurückgebracht. Weiterhin wurden nur 150 Obstbäume gepflanzt und verschiedene Landschaftspflegemaßnahmen durchgeführt. Das ist unser Rinderstall, da haben die Rinder allerdings nur im Winter drin, weil man könnte auch natürlich die Rinder das ganzjährig draußen lassen. Allerdings, weil wir großteils Naturschutzflächen beweiden, ist da eine Zufütterung auf diesen Weideflächen nicht erlaubt. Und somit haben wir uns von Anfang an auf dieses Modell entschieden, dass im Winter die Herde im Stall ist und da auch ihre Kälbchen zur Welt bringt und jetzt kommen sie dann auf die Weide. Sind dann aber oft bis im November, Dezember, solange es halt geht, auf den Weiden draußen. So hat unsere Waldweide vorher ausgesehen. Ein undurchdringlicher Busch. Das war früher tatsächlich der Hutanger des Marktes Hohenburgs und den hat er uns wieder zur Verfügung gestellt. Der wurde dann entsprechend aufgelichtet und wir haben dann auch das komplett eingezäunt. Auch da kamen die Landschaftspfleger, das sind Landwirte, die dort sehr aktiv in der Landschaftspflege sind, haben den kompletten Zaunbau gemacht. Wir haben, wenn es gegangen ist, auch Holzpfosten genommen, damit es auch wieder von der Landschaftsästhetik besser ausschaut. Und jetzt ist da unsere Rotviehherde drin, die jetzt heuer haben wir schon wieder viele Kälbchen bekommen und die beweiden unsere Flächen des Live-Projektes. Betreuen tut die Herde ein Demeter-Landwirt der kümmert sich da eigentlich so, dass das gut abläuft. Der achtet da auch sehr aufs Tierwohl und für den war Waldweide auch was Neues, aber der war ganz begeistert, wie er gesehen hat, wie wohl sich die Rinder einfach im Wald fühlen. Allerdings im Wald sind sie nicht immer. Wir haben auch einige Offenlandweiden, weil natürlich unter den Bäumen nicht so viel nachwächst wie im Offenland draußen. Es sind nur ungewohnte Bilder, wenn man da durch den Wald spaziert. Natürlich haben die eingezäunt, aber es geht mitten durch der Jurasteig, durch diese Rinderweiden. Den haben wir allerdings ausgezäunt und somit können da die Wanderer auch mal wieder sehr ungewöhnliche Bilder einfangen. Und die Rinder haben natürlich schon fleißig die Kuhfladen drin abgesetzt und das, um die geht's ja hauptsächlich. Und warum, da will ich jetzt nur kurz darauf eingehen, warum hat die große Hufeisennase überlebt und welche Rolle spielt da der Kuhfladen? Die große Hufeisennase hat in Hohenburg überlebt, hauptsächlich, weil daneben der große Truppenübungsplatz Hohenfels ist. Und worin unterscheidet sich diese Landschaft, Truppenübungs, von der Landschaft außerhalb?
Truppenübungs, die sind der 16.000 Hektar groß und auf diesen 16.000 Hektar wurden auch noch nie Pflanzenschutzmittel ausgebracht. Also nach dem Krieg wurde ja der schon als Übungsplatz ausgewiesen und die Ära der Pflanzenschutzmittel ist ja erst in den 50er, 60er Jahren begonnen. Die Hälfte des Waldes, des Gebietes ist bewaldet, aber es sind auch 8000 Hektar Offenlandflächen, die fast ausschließlich durch Beweidung offen gehalten werden. Da drin weiden bis zu 12.000 Schafe und ca. 5.000 Rothirsche. Und die halten das offen und leider sind drin wegen dem Übungsbetrieb keine Großweidetiere wie Rinder oder Pferde erlaubt. Das wäre natürlich noch viel besser, weil die größeren Dunghaufen dieser Tiere haben natürlich noch wesentlich ergiebiger für diese sogenannte Koprophagenfauna, die sich also im und auf dem Dung, von dem Dung dieser Tiere lebt. Und aber diese 12.000 Schafe und 5.000 Rinder, Hirsche, die haben auch so viel Dung hinterlassen und insgesamt bietet diese Landschaft da drin einfach so einen großen Artenreichtum, sowohl an Pflanzen als auch an verschiedensten Tieren, vor allem an Insekten. Und ich nenne es immer ein Paradoxon, da drin übt der Mensch das Töten, aber für die Natur ist es das pure Leben da drin. Gut, das ist unsere Beweidungstafel, die haben wir auch mehrmals in unserem Projektgebiet stehen, Weiden für die Fledermaus. Hier sehen wir links die früheren großen Weidetiere, ganz oben den Auerochsen und dann den Elch und den Wisent, die sind leider alle verschwunden. Mit dem Verschwinden dieser großen Weidetiere ist aber nicht gleichzeitig der Dung verschwunden, weil der Mensch hat nämlich die durch seine Weidetiere ersetzt, durch die Rinder, Pferde, Ziegen, Schafe. Und die haben bis in die 70er Jahre war Weidetierhaltung, vor allem der Oberpfalz, einfach noch ganz normal. Auch wenn man schon Stallhaltung gehabt hat, hat man die Tiere immer noch auf die Weide getrieben. Und dann kam aber vor allem mit der Gülle die Ära der, sag ich mal, Anbindehaltung, der Stallhaltung. Und somit sind alle Weidetiere in relativ kurzer Zeit aus der Landschaft verschwunden und damit auch das wertvolle Substrat Dung. Warum ist der Kuhfladen so wichtig? Die vielen Herden großer Pflanzenfresser haben mal unsere Urlandschaft bevölkert und daraufhin ist ja die ganze Evolution dieser ganzen Organismen auch hat sich herausgebildet und die verschiedenen Arten hervorgebracht. Und eben diese großen Pflanzenfresser hinterlassen große Mengen an Dung, der wiederum Lebensgrundlage für ganz viele Arten ist. Und allein in der gemäßigten nördlichen Hemisphäre gab es mal über 1000 verschiedene Dungkäferarten. Also je nach Zersetzungsgrad des Dungs, Dung von unterschiedlichen Tierarten, ob er besonnt oder beschattet ist. Und diese ganzen Organismen, die für die Zersetzung des Dungs auch wichtig sind, das ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn man Entwurmungsmittel gibt, dann gibt es diese Betonfladen, die eben nicht mehr durch diese Koprophagenfauna aufgefressen und aufgelöst werden. Und diese ganzen vielen Organismen, unter den Käfern gibt es auch sehr viele bestäubende Arten, die zum Beispiel auf Doldenblütlern sind. Und diese ganzen Arten sind einfach wichtig für die Folgegemeinschaften. Hier sieht man so einen Kuhfladen von unserer Rotviehherde. Das ist am nächsten Tag, da ist der schon nach einem Tag intensivst von teilweise oft 100, 200 Dungkäfern besiedelt, die da drin ihre Eier ablegen und noch mehr Dungkäferlarven drin den Dung auffressen. Und nach kürzester Zeit ist von den Kuhfladen fast gar nichts mehr zu sehen. Und hier sieht man die ganzen Ausbohrlöcher von verschiedenen Dungkäfern. Auch andere Käfer profitieren von der Beweidung, die nämlich offene Flächen brauchen. Es ist eine Käferart. Ich habe jetzt den Namen nicht hingeschrieben, weil er gar keinen deutschen Namen hat. Der heißt Rhizotrochus cicatricosus. Also ein wurzelfressender Käfer, der von bestimmten Pflanzenwurzeln lebt und den es hier in der Region auch gibt und der wichtige Nahrungsgrundlage für die große Hufeisennase ist. Oder eine Vogelart, die jetzt wieder zurückgekehrt ist, der Wiedehopf.
der von Großinsekten lebt, eben auch von großen Dummkäfern, von Mistkäfern. Diese Vogelart war früher in allen Landschaften Deutschlands allgegenwärtig. Überall hat man das hup, hup, hup von dem Wiedehopf gehört. Und der war jetzt in Bayern zeitlang ausgestorben und im Truppenübungsplatz Hohenfels brüten jetzt seit vorletztem Jahr auch wieder die ersten Wiedehopfe. Und wir hoffen, dass er bald auch auf unsere Rinderweiden außerhalb überspringt. Weitere Art ist zum Beispiel auch der Raubwürger, der Großinsekten benötigt. Da gibt es noch sehr viele andere Vogelarten, die früher allgemein waren bei uns und die aber verschwunden sind mit Aufgaben der Weidetierhaltung. Hier noch ein Landschaftsbild, das die Gisela Senge so schön gerade erzählt hat, dass ihr die Oberpfalzer gefällt. Im Hintergrund das Wahrzeichen von Hohenburg, die Burgruine Hohenburg, die allerdings schon im Truppenübungsplatz liegt, und hier unsere Rinderherde auf der Offenlandweide. Hier noch ein paar Eindrücke von dieser Fledermausart. Hier ist ein Hufeisennasenbaby, einen Tag erst alt. Wenn abends die Mütter ausfliegen zum Jagen, müssen die kleinen Fledermausbabys sich schon ganz alleine an die Dachlatten hinhängen. Hier ist dann der Kindergarten. Es ist tatsächlich so, dass die Hufeisennasenmütter vor dem Ausfliegen ihre Jungen an bestimmte Plätze, nämlich sogenannte Kindergartenplätze, hinbringen und abhängen. Und dort warten die dann und werden dann wieder von ihren Müttern abgeholt und dann gesäugt. Und hier nur zwei Abschiedsbilder von den Hufeisennasen. Und hier eine im Flug in der Fachwerkscheune. Und ja, jetzt müssen wir nicht weiter. Und hier mit dem Schlussbild. Und später stehe ich dann noch für die Diskussion zur Verfügung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Rudi Leitl. Also das war ganz ein toller Vortrag, sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank. Wir haben schon eine Frage im Chat, aber ich würde sagen, wir machen jetzt gleich weiter mit dem Vortrag von Thomas Schwarz und gehen dann anschließend in die Diskussion. Also alles merken an Fragen. Gut, bitte, Herr Schwarz. So, immer spannend, ob es hier haut, aber schaut hier haut hin, genau, oder? Schaut sehr gut aus. Ja, jetzt schauen wir mal, ich mache bloß bei mir noch Vollbild, dann müsste es eigentlich. So. Ja, geht's bei Ihnen? Sehen Sie alles? Ja. Sehr gut, ja. Wunderbar. Jetzt komischerweise allerdings ist das das letzte Bild. Jetzt muss ich noch mal. Aha, ich weiß nicht, das hat jetzt von hinten eingespült vom letzten, das muss ich mal kurz vorgehen. So, aber das haben wir jetzt, ja. Also, ja, sehr geehrte Damen und Herren, der Rudi Leitl hat ja jetzt schon sehr eindrucksvoll das Hauptthema, nämlich den Kuhfladen, einmal betrachtet des heutigen Abends. Was uns weiter begleiten wird, ist tatsächlich auch das rote Höhenvieh, das man hier auf dem Bild auch sieht. Und ich würde ganz gerne so Sie ein bisschen begleiten, vielleicht durch eine Reise. Das wäre das Inhalt, den Inhalt hätte ich jetzt vor. Beispiele von Beweidungsprojekten für die biologische Vielfalt in der Oberpfalz. Was hat eine extensive Beweidung eigentlich für Nutzeneffekte für Mensch und Tier, sagen wir mal so? Welche Erfolgsfaktoren müssen eigentlich passen, dass eine extensive Beweidung funktioniert? Und welche Handlungsempfehlungen oder Lösungsansätze wären jetzt aus meiner Erfahrung anzubringen? Ich würde Sie gerne begleiten auf einer kleinen Reise durch die Oberpfalz. Und gut, ich rede jetzt von Projekten, die jetzt wir mit Partnern betreut haben. Und würde gern beginnen in Tennisberg, da sieht man schon wieder das rote Höhenvieh. Würde dann im Osten weiter runtergehen in Landkreis Cham, in die Regentalaue, dann in das Otterbachtal im Süden bei Regensburg und dann im Westen der Oberpfalz rüber geht zu den Schwarzachwiesen. Und beenden wollte ich das mit dem schon erwähnten Eurodistel-Projekt. Alles Projekte in der Oberpfalz, wo es eigentlich darum geht,
Ja, Artenvielfalt, biologische Vielfalt durch extensive Beweidung zu erhalten. Und allerdings gehört auch die Menschen und die Landwirte dazu und darum wird es eigentlich auch in meinem Vortrag gehen. So, wir beginnen beim Ursprung des roten Höhenviehs in der Oberpfalz, so kann man es eigentlich nennen, in Tennisberg. Sie sehen auf diesem Bild schon das Rotvieh und Sie sehen die Mittelgebirgslandschaft vielleicht, wie sie typisch ist. Und ja, und hier war wirklich der Ursprung, weil das Rotvieh war eigentlich, kann man sagen, ausgestorben in der Oberpfalz. Es war ausgestorben, bis sich 1999 der Landesbund für Vogelschutz dem angenommen hat und eigentlich das Thema Landschaftspflege verbinden wollte mit der Wiederansiedlung einer alten Hausterrasse. Also Ziel war Naturschutzflächen, auch Ausgleichs- und Ersatzflächen, wo Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen stattgefunden haben, eigentlich durch eine alte Hausterrasse wieder beweiden zu lassen und damit wieder optimale Lebensbedingungen für viele Arten zu schaffen. In Tennisberg haben wir ungefähr 40 Hektar auf drei Weidekomplexen, die hier beweidet werden. Bis auf einen Hof sind es zwei Weideflächen, wo eine Ganzjahresbeweidung stattfindet. Also der Rudi hat vorhin erzählt von dieser Bestallung oder Stallhaltung im Winter. Also hier sind zwei Ganzjahresweiden installiert worden in Tennisberg. Und Sie sehen auf dem Bild auch drei Landwirtsfamilien, die hier beteiligt sind und in Zusammenarbeit mit dem LBV eigentlich mit Nutzungsvereinbarungen diese Flächen bewirtschaften. Also alle Flächen sind in öffentlicher Hand oder vor allem sind es auch kommunale Flächen und die werden aber von drei Landwirten bewirtschaftet. Ja, nochmal kurz zum Roten Höhenvieh. Das Rote Höhenvieh, habe ich gesagt, war ausgestorben vor 99, war bis in die 50er Jahre in der Oberpfalz heimisch. Ist ein klassisches Dreinutzungsrind. Also früher hat sie auch noch Pflug ziehen müssen und hat Arbeit leisten müssen. Ist also mit Milch und Fleisch und Arbeitsleistung als Dreinutzungsrind eigentlich typisch für die früheren oder früher ansässigen Rinderrassen. Ist genügsam, robust, hat eine hohe Lebenserwartung und ist eigentlich ideal für Mittelgebirgsbeweidung geeignet, weil es relativ leicht ist im Vergleich zu anderen schwereren Rassen und zeichnet sich vor allem durch eine sehr hohe Fleischqualität aus. Also Frau Sengel, haben Sie damals schon Ihr Erstbild, denke ich, war schon sehr gut aus der Oberpfalz mit dem roten Höhenvieh, weil es sieht nicht nur gut aus, sondern muss man leider sagen, wenn man das schöne Bild sieht, das schmeckt auch sehr gut. Und ist schon eigentlich im letzten Jahrhundert gelobt worden für die Fleischqualität. In Tennisberg sind dann 12 Mutterkühe angekauft worden aus halb Europa, muss man sagen, vor allem aus der Erhaltungsherde der Universität Prag. Die haben noch etliche Tiere gehabt, also nicht etliche, sondern vielleicht 10. Und ursprünglich wurden dann 12 Mutterkühe angekauft und für dieses Projekt eingesetzt. Wir haben, was kann man da als Fazit ziehen? Eigentlich, dass wir seit 20 Jahren eine stabile Beweidung haben, dass die Auswirkungen auf Flora und Fauna eigentlich sehr positiv waren, dass es ganz gute Vermarktungsmöglichkeiten gibt und dass letztlich auch das für den Tourismus eigentlich ein Standardfaktor ist, weil diese Weidelandschaft einfach hervorragend sich dazu eignet, auch dass man ein schönes Landschaftsbild eigentlich hat. Gut, dann kommen wir zum nächsten Bild. Jetzt muss ich mal schauen, jetzt hängt es bei mir irgendwie. Jetzt muss ich nochmal nachfragen, sieht man mich eigentlich und hört man mich noch? Ja, wir hören Sie, wir hören die schon und das Beutel ist auch noch da. Ist auch noch wir da? Sehen ja die Maus. Okay. Aber komischerweise
muss ich jetzt einmal kurz auf Escape gehen. Ich weiß es nicht, das hängt bei mir. Irgendwie haben wir technische Probleme. Bei mir ist dann gegangen, Thomas, weil ich einfach auf die Fläche geklickt habe mit der Maus. Einfach auf die Fläche. Auf die Fläche? Ah ja. Gut. Und dann geht es wieder. Dann geht auch wieder gingen die Pfeiltasten wieder. Gut, jetzt haben wir schon. Ja, jetzt bin ich wieder da. Wunderbar. Ja, dann würde ich schon der Rundreise weitergehen. Auf das Beweidungsprojekt in der Regenthalaue im Landkreis Cham, auch hier mit Rotvieh, also letztlich diese Rinder, die hier weiden, stammen alle von der Rotviehherde in Tennisberg ab. Und das hat auch eine Besonderheit, weil hier war nämlich der Ausgangspunkt der, dass man, ja, ist ein Wiesenbrütergebiet, ist ein Naturschutzgebiet, also ein sehr hochwertiges Gebiet. Und der Bruterfolg war die letzten Jahre eigentlich nicht so gut dort. Und wir haben eine hohe Mortalität bei Kleintieren gehabt und auch ja, die in den Mähwiesen für die Insekten ist auch nicht so optimal gelaufen. Und es war mal ein Versuch, dass man gesagt hat, wir wollen versuchen, über die Beweidung die Strukturvielfalt eigentlich auf dem Grünland in der Aue zu verbessern. Damit auch die Lebensbedingungen für viele Tier- und Pflanzenarten, insbesondere für die Vögel, zu verbessern und gleichzeitig auch mit dieser alten Hausterrasse eigentlich wieder mit einer alten Nutzungsform die Beweidung wieder zu beleben. Das waren eigentlich die wesentlichen Ziele. Und das ist jetzt noch nicht so alt, dieses Projekt. Also das Dennisberger Projekt ist ja schon seit 1999 und Regenthalaue erst seit 3 Jahren. Aber auch da hat sich gezeigt, dass sich, ja, dass das bisher ganz gut gelungen ist. Und zwar für insgesamt 38 Hektar. Und zwar, das ist wichtig zu sagen, glaube ich, das sind immer sehr zusammenhängende Gebiete, die hier beweidet werden. Wir haben hier eine reine Sommerweide von April bis November und eine relativ geringe Besatzdichte. Das ist, glaube ich, auch wesentlich bei allen Beweidungsprojekten, die dem Naturschutz dienen sollen, dass man aufpassen muss, dass nicht überweidet wird. Also 0,8 Großfeinheiten pro Hektar. Und das, glaube ich, muss man dazu sagen, dass die Gefahr eigentlich schon besteht, dass unter Umständen auch überweidet wird. Ja, was ist bisher gelungen? Also diese große Strukturvielfalt in der Aue, das haben wir, glaube ich, umsetzen können. Wir haben bemerkt, dass schon viele Zing- und Zugvögel eigentlich von der Weide profitieren, nämlich durch ein verbessertes Nahrungsangebot. Da sind wir auch wieder bei den Kuhfladen und bei den Käfern und sonstigen Tieren, die Vögel dann auch wieder fressen. Wir haben auch den Brachvogel, der ist gesichtet worden, und zwar nicht als Brutfläche in der Weide, aber als Nahrungsangebot ist die Weidefläche gut genutzt worden. Interessanterweise ist auch das Springkraut, das da sehr weit verbreitet war, ja, jetzt nicht gedacht, aber das Rotvieh hat auch das Springkraut gefressen. Also das war ja ganz gut, das ist eigentlich da eingedämmt worden über die Beweidung. Und wir haben durch die dritte Weidetritt der Tiere sind in einem feuchten Gebiet relativ offene Stellen entstanden. Und das ist für Amphibien und Reptilien vorteilhaft, sodass insgesamt nicht nur die Biodiversität erhöht worden ist, sondern auch das rote Höhenvieh natürlich auch noch mit der alten Rasse dazu beigetragen, auch die Agrobiodiversität zu erhöhen. Ja, was noch nicht gelungen ist, dass der Brachvogel tatsächlich innerhalb der Weide brütet. Aber heuer haben wir einen Teil ausgezäunt. Also ich denke, auch da hoffe ich, dass wir Erfolg haben werden. Und wo man, habe ich vorhin schon gesagt, in trockenen Jahren, wie es vor allem 2018 war, ist die Gefahr da, dass überweidet wird. Also von daher ist jetzt beschlossen worden, hier vielleicht Teile auszuzäunen, um das noch optimaler zu gestalten. Ja, jetzt kommen wir zur dritten Station im Otterbachtal. Hier ist der Projektträger bei Regensburg, die BN-Kreisgruppe. Die Beweidung findet hauptsächlich auf Ausgleichs- und Ersatzflächen statt, auch hier. Interessant, hier werden auch gewisse Gelder eingesetzt worden für die Zäunung zum Beispiel aus Ausgleichs- und Ersatzgeldern. Auch hier sind wir relativ feuchtes Gebiet. Das ist insgesamt 14,3 Hektar, also auf die Beweidung allerdings nur auf 6 Hektar, die stattfindet, der Rest sind Wiesen. Und auch da hatten wir ganz gute Umsetzungsergebnisse, was jetzt die Auswirkungen auf Flora und Fauna angeht.
Da sehen wir vielleicht, das ist mit Angus beweidet worden, das Otterbachtal, oder wird immer noch beweidet. Ja, das ist auch relativ anspruchslos. Also das sind nicht gerade Leckerbissen, die man hier sieht, sondern da sieht man schon säckenreiches und nicht so, ja, also es ist keine optimale Weide im Sinn von hoher Produktivität, sondern es sind jetzt schon eher relativ wenig produktive Weidegebiete und trotzdem wird also das abgefressen und das ist eigentlich schon ein gutes Ergebnis gewesen. Als Leitart war in dem Gebiet eigentlich der Wiesenknopf-Ameisenbläuling heimisch, also rote Listeart. Da haben wir einen Teil austrennen müssen, aber die Population ist eigentlich gut erhalten worden, trotz der Beweidung. Da muss man halt dann vor allem in den Sommermonaten auszäunen, dann funktioniert das ganz gut. Ja, das schaut ein bisschen wie Wilder Westen aus, braucht man bloß noch ein paar Pferdl und Reiter dazu. Also durch das, dass das durch ein offenes Talgebiet gegangen ist, die gesamte Weidefläche, sind auch ganz neue Lebensräume geschaffen worden, nämlich dass durch das, dass die Furten benutzt worden sind durch die Rinder, gibt es also Uferabflachungen und es werden also Rohbodenstandorte geschaffen, ganz neue Lebensräume. Das war sehr positiv. Genauso wie sich, wie schon angesprochen, eben durch diese Tritte der Rinder immer wieder Flächen finden, wo sich dann auch Wasser sammelt und auch da neuer Lebensraum, der Grasfrosch, der vorher nicht da war, hat sich eigentlich hier wieder angesiedelt. Also waren eigentlich auch ganz gute Ergebnisse. Also eben nicht nur für die Fledermaus ist das gut, sondern auch für viele andere Tiere. So, jetzt gehen wir noch ganz in Westen von der Oberpfalz, nämlich direkt an der Grenze zu Mittelfranken ist die Schwarzach als Grenzfluss. Und hier ist ein Beweidungsprojekt des Landesbundes für Vogelschutz auf einer sehr großen Fläche entstanden. Der LBV hatte hier zahlreiche Flächen schon seit den letzten 20 Jahren gekauft. Also Sie sehen hier, wenn man die drei Weidekomplexe anschaut, da haben wir ungefähr 25 Hektar an Weideflächen. Und Sie sehen hier an der Karte, das ist natürlich toll, das Grüne sind die Weideflächen. Also große zusammenhängende Flächen, also da entstehen dann Weidelandschaften, wie man es sich eigentlich wünscht und wie es natürlich auch für die Landwirtschaft viel, ja eigentlich nur so kann eigentlich Mutterkuhhaltung oder Weidehaltung funktionieren. Das sind Mahdflächen hier, das Blaue, da kann man eigentlich keine Weidehaltung drauf machen, wenn sie so zersplittert sind. Auf diesen Flächen ist es eigentlich gelungen, darum habe ich auch geschrieben, das ist eigentlich ein Vorzeigeprojekt für nutzungsorientierte Flächenpflege. Also wirklich wieder eine klassische Viehweide zu entwickeln aus einer ehemals eintönigen Mähwiesen. Also muss man vorher sagen, diese Wiesen sind vorher erst ab 1.9. eigentlich, weil es immer feuchtes Gebiet ist, gemäht worden. Sind relativ verfilzt und haben sich dann eigentlich wirklich zu sehr unterschiedlich strukturierten Grünländer entwickelt, das sehen wir hier noch im Bild noch. Verbrauchungsflächen sind zurückgedrängt worden, also insgesamt ist eine hohe Strukturvielfalt eigentlich entstanden, wo eigentlich dann vor allem die Vögel profitiert haben. Das Blaukehlchen hat sich hier wieder angesiedelt und natürlich, das hat ja der Rudi vorhin gesagt, wir haben Käfer, da waren die UND, da war da ganz stolz drauf, schwarzer Sammetläufer, den kenne ich nicht persönlich, aber diese rote Liste hat eine 1, die es nur hier noch gibt jetzt. Ja, und das ist ganz schön zu sehen, wie sich die Weideflächen eigentlich entwickelt haben. Also Vorher-Nachher-Bilder. Also 2013 hat die Fläche so ausgeschaut. Ja, ist eine keine schlechte Fläche gewesen, aber man sieht hier das von mir angesprochene, diese Entwicklung des Strukturreichtums, also mit unterschiedlich hohen Entwicklungsstadien. Das ist einfach gut für ganz viele Arten und das sieht man auf diesen Bildern recht gut. Wir haben dann das andere, hier droht eine, oder in 2013 drohte eine Fläche zu verbrauchen und das hat sich hier nach der Beweidung zur schönen Weidefläche wieder entwickelt. Also man kann die Beweidung sowohl zur Verhinderung von Verbrauchung einsetzen, aber eben auch zu mehr Strukturreichtum auf ehemaligen Wiesenflächen. Ja, so, jetzt komme ich schon zu einer
seine Bewertung von dem Ganzen. Also aus meiner Sicht oder aus meinen Erfahrungen der letzten 20 Jahre war es so, dass eigentlich so die Maxime Schützen durch Nützen eigentlich schon eine gute Sache ist, weil es sollte natürlich beweidete Flächen durch Vieh beweidete Flächen, ja, das Vieh sollte da genutzt werden. Ne? Und das, damit mit der Weidehaltung, denke ich, kann ich eine sehr hochwertige Qualität herstellen, auch für das Weidefleisch. Und es können auch Landwirte davon profitieren, indem sie dieses Fleisch verkaufen. Also das, glaube ich, ist eine wichtige Maxime. Wir haben festgestellt, dass man viele Arten und Biotope erhalten können. Also gerade vor allem bei Tagfaltern, Laufkäfern, Fledermäusen ist das sehr ausgeprägt. Das ist einfach, da wirkt sich Weidehaltung sehr günstig aus. Das ist auch noch so ein Punkt. Wenn man zurückdenkt oder wenn man unsere Kulturlandschaft anschaut, dann sagen, was das Grünland betrifft, eigentlich ist die Landschaft durch Beweidung entstanden bei uns in Mitteleuropa. Und diese extensive Beweidung ist eigentlich die natürlichste und traditionellste Form der Rinderbeweidung und hat eigentlich die Kulturlandschaft entstehen lassen. Also dem sollte man sich, glaube ich, immer wieder mal vor Augen halten, wie ist unsere Kulturlandschaft entstanden, und das war hat viel, sehr viel über Beweidung. Auf Grenzertragstandorten, eben häufig in Auen oder in Mittelgebirgslagen, ist eine ganz hervorragende Möglichkeit, die Landschaft offen zu halten. Und auch das habe ich schon gesagt, das hat durch ein attraktives Landschaftsbild, wenn man das Rotvieh auf der Weide sieht, ist ja schon genau gesagt worden, dann haben wir da wirklich ein schönes Bild, und das hat auch touristische Effekte, denke ich, wie man es aus den Alpen eigentlich auch kennt. Jetzt vielleicht noch ein paar Punkte. Wie kann denn eigentlich eine extensive Beweidung funktionieren? Ein paar Geschichten, glaube ich, sind wichtig zu wissen. Also man sollte große arrondierte Flächen haben. Also Beweidung funktioniert nicht, wenn man 23, 1 Hektar Flurstücke hat, die man dann einzäunen muss, sondern große arrondierte Flächen möglichst in Hofnähe wäre natürlich optimal für eine Beweidung. Und dann haben wir die Ökonomie. Häufig konkurrieren solche Flächen einfach mit einer anderen Nutzung, also von Biogasanlagen angefangen, wie natürlich auch vielleicht von einer intensiveren Milchviehhaltung. Und da können solche Betriebe, die Mutterkuhhaltung machen, eigentlich kaum mehr mithalten. Also günstig ist natürlich, geringe Pachtpreise zu zahlen oder das alles auf Eigenflächen durchzuführen. Auch die Investitionskosten für Weideinfrastruktur sollten möglichst niedrig gehalten werden. Wichtig ist trotzdem auch die Flächenförderung, also für extensive Bewirtschaftung. Das kommt dann auch bei den Lösungsansätzen auch nochmal. Also ohne Förderung auf der Fläche, denke ich, ist das schon schwierig, so eine Haltung derzeit durchzuführen oder zumindest gewinnbringend durchzuführen. Dementsprechend bräuchten wir auch hohe Preise. Auch das ist ein wichtiger Erfolgsfaktor oder gute Vermarktungsmöglichkeiten. Also kann ich erzielen durch Direktvermarktung, auch manchmal durch gute Partner in den regionalen Metzgereien, manchmal auch mit dem Handel, also Lebensmitteleinzelhandel. Wenn es gut läuft, auch durch gute regionale Vermarktungsprogramme. Und das ist der letzte Punkt, gute Partnerschaften. Also da können schon die vorhin von mir angesprochenen Naturschutzverbände gute Partner sein. Auch die Kommunen, glaube ich, könnten ganz hervorragende Partner sein, um solche Projekte mit aufzubauen. Und damit komme ich jetzt zum letzten Punkt, wenn es darum geht, wie kann ich denn Weidetiere eigentlich in eine gute Vermarktungsschiene bringen. Und da wollte ich jetzt als letztes Projekt das Jura-Distel-Projekt ansprechen. Und nachdem wir uns vorher hauptsächlich um Rinderbeweidung uns unterhalten haben, möchte ich jetzt auch nochmal den Blick auf die Schafbeweidung lenken. Im Jura-Distel-Projekt ist zwar sowohl auch Weiderindhaltung mit drin, also sowohl das Jura-Distel-Lamm als auch das Jura-Distel-Weiderind sind Produkte des Jura-Distel-Projektes. Aber bleiben wir mal beim Lamm. Hier ist es kein lokal begrenztes Projekt, sondern es geht eigentlich um den ganzen Landschaftsraum des Oberpfälzer Jura in den Landkreisen Amberg, Sulzburg, Neumarkt, Ringsburg und Schwandorf. Ein sehr großes Projekt und eigentlich ein schon sehr lange bestehendes, seit 2004 erfolgreiches Projekt.
Auch der Rudi Leitl kennt das, weil man im Lauterachtal ja auch Jura-Distelgebiet ist. Das Besondere daran ist vielleicht, dass dieses Projekt über ein regionales Vermarktungsprojekt hinausgeht, auch über Biolandwirtschaft hinausgeht, weil es sich Naturschutzkriterien gegeben hat. Also, die Landwirte müssen naturschutzrelevante Flächen beweiden. Futtermittel dürfen nur regional zugekauft werden, gentechnisch ist verboten. Weidehaltung ist einfach, Stallhaltung darf nur im Winter stattfinden, also es muss während der Vegetationsperiode muss beweidet werden. Es gibt dann auch Tierschutzkriterien wie Lebenstiertransporte zum Beispiel und die Herkunft, also auch die zugekauften Tiere müssen in der Oberpfalz geboren werden. Also ein relativ strenge Kriterien, die hier einzuhalten sind und auch die Kontrolle. Ja, durch ein unabhängiges Institut ist auch nicht überall üblich. Also das sind insgesamt sehr strenge Kriterien. Und gleichwohl sieht man also, dass hier ja, seit dem jeweiligen Projektstart eigentlich sehr viele Beteiligte sind. Die brauchen wir nicht jetzt im Einzelnen durchgehen. Also es sind Schäfer, Gastronomen, Metzgereien beteiligt. Wir haben beim Lamm durchschnittlich pro Jahr 1200 Stück Absatz an Lämmern, die verkauft werden. 30 bis 50 Stück sind beim Rind, beim Jura-Distel-Weiderind. Und wir haben jeweils ein Aufpreissystem, also beim Lamm 20% und 10 bis 15%, je nachdem, ob es Ochsen oder Fersen sind, beim Rind. Und damit wird es auch rentabler für den einzelnen Landwirt, der sich daran beteiligt oder Schäfer. Man sieht auch insgesamt, wenn man den Gesamtumsatz ansieht, hier im Beispiel Lamm, dass schon einiges an Geldern eigentlich in der Region umgesetzt wird. Das ist ein regionales Programm. Also pro Jahr haben wir mal zusammengerechnet 1,2 Millionen Euro ungefähr über die Vermarktung vom Schäfer, über die Schlacht- und Zerlegebetriebe, über die Metzgereien und die Gastrobetriebe. So, von daher komme ich jetzt auf meine letzte Folie, vorletzte Folie. Was folgt daraus eigentlich aus meiner Sicht? Was braucht man eigentlich, dass das langfristig funktionieren kann? Ich denke, dass trotzdem jetzt auch landesweit noch höhere Fördersätze für eine extensive Beweidung notwendig wären, sowohl was die Schaf- als auch was die Rinderbeweidung angeht. Also über VMP, da wäre noch, hat sich was getan, könnte noch höher sein. Wichtig wäre auch die Weideinfrastruktureinrichtungen. Das sind bei großen Flächen also schon auch kostspielige Maßnahmen, wo man machen muss, also von der Einzäunung über Weide. Rudi weiß das von seinem Projekt auch, Weideunterstände, dann braucht man Wasserversorgung, dann Stromversorgung. Also es sind schon Kosten, die auf den einzelnen Landwirt zukommen. Und ich denke, es wäre schon gut, wenn man da auch Fördermöglichkeiten, bessere Fördermöglichkeiten noch hätte. Zurzeit können wir das ja nur in Bergbauregionen oder benachteiligten Gebieten gut fördern oder auch nicht, wäre auch noch besser zu fördern. Oder zum Beispiel, das würde ich sehr stark befürworten, also Ausgleichs- und Ersatzgelder nicht nur in Flächenankäufe zu stecken, sondern auch in, ja, in, zum Beispiel in solche Beweidungsprojekte oder das, wie in den von mir beschriebenen Projekten an Schwarzachwiesen zum Beispiel oder auch in der Regentalaue wurden solche Gelder dazu benutzt, auch ja, für die Zäune zum Beispiel zu errichten. Und das sind eigentlich schon gute Sachen, weil man dem Naturschutz damit auch sehr dienlich sein kann. Bessere Förderung von regionalen Vermarktungsinitiativen und vor allem, das ist mir scheinbar sehr wichtig, also es muss ein gutes Image entstehen und die Landwirte, die sowas machen, brauchen Unterstützer, und zwar durch regionale und kommunale Allianzen. Und ich glaube, wir haben ja beim vom Volksbegehren, glaube ich, auch gesprochen, gestern zumindest bei unserer Vorkonferenz. Wenn man das wirklich umsetzen will, dann müssen wir versuchen, dass wir da auf kommunaler Ebene viel bewirken, weil da kennen sich die Leute. Und es gibt jetzt auch so Ansätze,
Auch das nochmal ein Hinweis, ein Projekt, wo wir jetzt gerade mit drin sind, also bei der Erstellung und Umsetzung kommunaler Biodiversitätsstrategien. Jetzt ein niederbayerisches Beispiel, es geht ganz kurz von der Oberpfalz weg, aber weil die nämlich gerade die Rinderbeweidung sich auf eigentlich vorne dran hinstellen und auch da weiterarbeiten wollen. Hier Beispiel Stadt Rottenburg an der Laber im Landkreis Landshut. Da ist es eben passiert, dass durch einen Dialog zwischen Landwirten, Naturschutz, Kommune, vielen Beteiligten eigentlich ein Klima geschaffen wird, wo solche Projekte gedeihen können. Und das, ja, ich glaube, da liegt die Zukunft, dass man vor Ort Lösungen sucht mit aller staatlichen Unterstützung dazu, das ist klar. Aber vor Ort muss umgesetzt werden. Und das wäre so mein Schlusswort eigentlich dazu, dass wir sagen, ja, lass uns fortversuchen, da möglichst viele Projekte in die Richtung umzusetzen. Damit wäre ich am Ende und sage Dankeschön und freue mich auf die Diskussion. Ja, vielen Dank, Herr Schwarz. Das war ein ganz toller Vortrag und war sehr beeindruckend, was es für tolle Projekte gibt. In dem Otterbachtal war ich auch schon mal. Da habe ich sogar das ist ein sehr beeindruckendes Angusrind. Wenn das sehr urig. Also da hat man wirklich, das ist toll zum Anschauen. Gut, es sind sehr viele Fragen im Chat und ich versuche die jetzt mal so nacheinander vorzulesen. Die erste Frage ist gleich ein bisschen umfassender, aber ich finde das gar nicht so schlecht zum Einstieg, weil Sie haben es ja selber jetzt auch angesprochen, seit dem Volksbegehren Artenvielfalt. Wäre auf der einen Seite gefühlt ganz schön viel gestritten oder auseinandergesetzt und geschimpft. Auf der anderen Seite hat das Thema Landwirtschaft und alles, was damit zu tun hat, ist noch nie so viel diskutiert worden in der Bevölkerung. Und es ist doch eigentlich ganz ein positiver Aspekt von dem Ganzen. Und ich glaube, man muss sich halt zusammenraffen. Und warum ist Weidehaltung übrigens auch so wichtig? Wenn irgendwann keine Tiere mehr auf der Weide sind, dann wissen die Leute überhaupt nicht mehr, wie die Viecher ausschauen. Also es gibt ja heute schon Menschen, die irgendwann weiß keiner mehr, wie eine Kuh in Wirklichkeit ausschaut, wenn es diese Tiere einfach nicht mehr auf der Weide gibt. Und jetzt habe ich die erste Frage vom Herrn Donhauser. Und zwar, der schreibt halt ein bisschen, dass halt, weil viele Landwirte auch resigniert sind nach dem Volksbegehren, weil sie halt so viel beschimpft, also gefühlt beschimpft worden sind, ihr macht alles falsch, ganz furchtbar, was ihr überhaupt macht, und dass er drei Betriebe kennt, wo es eigentlich einen Hofnachfolger gegeben hätte, die jetzt aber in dieser schlechten Stimmung den Hof nicht weitermachen wollen. Das ist natürlich auch nicht unser Anliegen. Ich glaube, unser aller Anliegen ist ja, dass die Höfe bestehen bleiben und dass alle auch weitermachen, dass es viele Menschen gibt, die gerne in der Landwirtschaft arbeiten. Aber wie geht man jetzt mit so Dauerkritik um? Das ist halt auch demotivierend, das verstehe ich auch. Deswegen ist es ja auch so wichtig, dass man wirklich miteinander redet und dass man einfach die Entfremdung quasi zwischen der Bevölkerung und der Landwirtschaft auch wieder aufhebt. Und das geht nur über Kontakt. Und es ist jetzt ein bisschen traurig, was da geschrieben worden ist, aber vielleicht können der Herr Leitl und der Herr Schwarz ein bisschen eine positive Zukunftsaussicht auch für die Landwirtschaft und wenn sie mehr Landwirte vielleicht an solche Projekte beteiligen, ob das nicht ein Lösungsansatz wäre. Bitte an euch zwei. Vielleicht fängt der Herr Leitl an und dann der Herr Schwarz. Der Thomas ist zuerst gemeldet, ihm ist gleich was dazu eingefallen. Mich versteht man jetzt, oder? Ja. Ja, genau. Also, ja, das ist eigentlich der Anknüpfungspunkt, wo ich vorhin am Schluss jetzt von meinem Vortrag gesagt habe. Also, ich glaube tatsächlich, dass dieser, ja, den gibt es natürlich schon auch den Konflikt Landwirtschaft, Naturschutz, nennen wir es einmal so, ist aber häufig. Ja, ich würde es fast sagen, ein politisches Thema oder ein Verbandsthema. Also wo man einerseits Bauernverband hat, Naturschutzverbände hat. Ich glaube tatsächlich, dass man das vor Ort lösen muss. Und deswegen war mein großer Appell, also macht es in die Kommunen, setzt euch zusammen. Also eine Möglichkeit wäre so, kommunale Biodiversitätsstrategien zu entwickeln und umzusetzen, weil da kann man... Da sind Landwirte im Arbeitskreis, da sind Naturschutzverbände im Arbeitskreis, da sind ganz normale Leute im Arbeitskreis. Also
von Lehrer angefangen bis zu einem, der gerne Vogelhäusl baut. Also das ist was, glaube ich, wo sich die Leute vor allem kennen. Ne? Da kennt man den Landwirt oder die Landwirte und da kennt man, ja, da haben wir eine ganz andere Ebene, als wenn es auf je mehr man, glaube ich, in Landespolitik reinkommt, umso schwieriger ist es. Und ich glaube, auf kommunaler Ebene gibt es Möglichkeiten und man darf, glaube ich, von jeder Seite nie die Maximalziele vorgeben, sondern vielleicht genügt es ja auch, wenn ein Landwirt sagt, naja, schau, ich kann zwar, weil ich ein großer Schweinemastbetrieb bin, nicht meinen kompletten Betrieb umstellen oder ein großer Milchviehbetrieb und ich habe halt die Investitionen getätigt und kann nicht von heute auf morgen Mutterquote umstellen, aber ich mache jetzt eine Wiesen, wo ich extensiv mache oder ich lasse mal eine Saumstruktur am Acker stehen. Also das glaube ich, da würden wir Landwirte finden, bin überzeugt, die das machen, die dadurch Anerkennung kriegen. Und umgekehrt würden auch die Nicht-Landwirte mitbekommen, dass eigentlich die Landwirtschaft vieles tun kann für die Umwelt. Und ich glaube, das kommunale Ebene wäre für mich der absolute richtige Ebene für das umzusetzen. Danke. Ja. Herr Leitl, wollen Sie noch was ergänzen? Ja, also ich unterstütze das auch, was der Thomas sagt. Es ist so, ich selber bin in einer konventionellen, oder Rosi, du möchtest was sagen? Du musst dich mal laut schalten. Du darfst schon reden. Ich habe mich okay. Bloß gemeldet für danach. Okay. Ich selber bin ja in einer konventionellen Landwirtschaft aufgewachsen, habe aber dann mein Papa dazu gebracht, dass wir umstellen. Und ich sehe, da für mich selber gibt es nicht so eine strikte Trennung. Auch wenn ich, sag ich mal, ich persönlich, da ich ein Fundamentalist bin, aber trotzdem habe ich einen großen Respekt vor jedem konventionellen Landwirt, vor allem auch bei den Tierhaltern, weil die einfach ganz große Verantwortung tragen. Weil die Tiere, die brauchen den Menschen. Wenn man da einen durch Asphalt, dann geht es drunter und drüber, also dann ist Chaos. Und darum sind das Menschen mit ganz großer Verantwortung. Und darum muss man eigentlich jedem Landwirt großen Respekt zollen. Und neben mir sitzt beim Landwirtschaftspflegeverband auch die Managerin der Ökomodellregion. Die ist auch aus einem konventionellen Betrieb und wir diskutieren da immer. Und es ist so, es kommt natürlich auf die Betriebsstruktur drauf an. Und wenn ich einen 200 Hektar Betrieb habe, dann tue ich mich schwer, wirklich ökologisch zu arbeiten. Und von dem her, aber leider geben uns halt die Politik oder die ganzen Marktstrukturen, dass es halt auch die Verbände gibt, die ihre Zertifizierungen verlangen und so weiter, um dem Verbraucher gegenüber Garantien geben zu können. Das macht das Ganze ja wenig kompliziert. Und das macht es schwierig, halt jetzt da so fließende Übergänge zu finden. Und es ist halt so, je kleiner ein Betrieb ist, umso leichter oder Todesee halt mit der Natur zu arbeiten. Weil das muss ihnen klar sein. Große Flächen, die ich mit großen Maschinen bearbeiten muss, da muss ich sehr gegen die Natur arbeiten. Da kann ich weniger mit den Kräften der Natur arbeiten, weil ich einfach nicht die Zeit habe dafür. Während auf der kleinen Fläche kann ich viel leichter steuernder eingreifen und mit den Kräften der Natur arbeiten. Und das Problem ist halt, dass heute die Kosten, die Preise unserer landwirtschaftlichen Produkte so niedrig sind und dass sowieso alles über Förderung läuft, dass das Ganze verzerrt ist und dass sich qualitätsvoll erzeugte Produkte nicht mehr so leicht erkennen lassen. Also wird sich auf die Schnelle nicht lösen lassen. Aber genau, Thomas, was du gerade gesagt hast, dass sich das auf kleinerer Ebene viel leichter, sag ich mal, steuern ließe, als wir immer über die ganze EU. Ich hoffe, dass da dem Herrn Donhauser ein bisschen eine Antwort dabei war. Ich glaube schon, ich meine, das war ja sehr grundsätzlich, aber ich glaube schon, dass das jetzt so passt zu der Frage. Rosi, du möchtest auch noch was kurz sagen? Ja, ganz kurz, weil der Thomas Schwarz gesagt hat, auf kommunaler Ebene oder je kleiner dieser Bereich ist, wo man sich noch kennt, kann man was bewirken oder kann sich auch zusammensetzen. Ich glaube, es braucht zwei Sachen. Das eine, dass das auch gefördert wird, anders werden wir es nicht hinkriegen. Oder man hat einfach Vermarktungsstrukturen, dass man irgendwo halt auch sein Geld verdient. Ein Bauer muss halt auch sein Geld verdienen. Aber ich glaube, man braucht also eine Art Kristallisationspunkte, wo man eigentlich
sich, also dass ich einen Anlass habe und vielleicht auch Menschen, wo ich mich zusammensetzen kann. Das sind zum Beispiel die Ökomodellregionen, die ganz wunderbar funktionieren, wo ja immer mehr mitmachen wollen. Das ist eine ganz großartige Geschichte. Oder durchs Volksbegehren haben wir auch die Biodiversitätsberater gekriegt und die Wildlebensraumberater. Das sind jeweils 50 Leute, so in Eichstätt werden in ganz Bayern. Und das sind Leute, die lokal und vor Ort sind, die auch die Bauern kennen oder auch die Wasserberater, die es inzwischen auch gibt. Also es wäre, dass eine Beraterstruktur aufbaut, gerade auch, was ich gut finde, das zahlt auch der Landtag aus dem Haushalt raus, dass das Leute sind, die anfangen, die Gesprächskultur auszubauen und mit den Landwirten und mit den Umweltschützern und mit den Verbrauchern und mit der ganzen Gesellschaft einfach so Gesprächskreise zu bilden, damit sie die Leute wieder kennenlernen und miteinander reden. Also ich glaube, man braucht schon einen Menschen, der sagt, ich fange jetzt an, diesen Dialog, von selber passiert es nicht. Aber wir haben jetzt die Chance eigentlich durch diese Beraterstruktur, dass man um das herum solche Strukturen entwickeln kann. Genau, ein ganz wichtiger Hinweis. Also vielleicht gibt es ein bisschen Hoffnung. Dann die nächste Frage kommt von dir, Rosi. Wie wird das Rote Höhenvieh vermarktet? Ich habe es übrigens schon mal gegessen. Wir sind dann natürlich gleich, wir haben es angeschaut und dann gegessen, aber so ist es halt. War sehr gut. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, bei denen bleibt, ist ja der, wie sagt man da, das Schlachtgewicht jetzt nicht so riesig wie bei richtigen Mastrindern. Deswegen ist ja die Vermarktung, muss natürlich das Fleisch auch mehr kosten, weil einfach nicht so schnell so viel hinwächst. Aber vielleicht noch mal kurz die Vermarktung erklären. Wer möchte es denn? Der Herr Leitl oder der Herr Schwarz? Ja, ich der kann Herr Leitl, ja. Vielleicht zu unserer Herde was sagen. Unser Demeter Landwirt, der hat selber nur einen Gastronomiebetrieb dabei und leider geht da alles weg, sodass er keins zum Verkaufen hat. Wenn er in Füllheit, weil er hat viel Nachfragen, aber bisher ist einfach die Nachfrage, also er bringt so viel weg, dass er gar keins, bisher keins verkaufen hat können. Also man muss sich keine Sorgen machen, einsteigen ins Rote Höhenvieh. Herr Schwab. Ja, kann ich ergänzen. Also zurzeit ist es auf alle Fälle noch so, dass man, also auch in Tennisberg, wo das Urprojekt vom Roten Höhenvieh stattgefunden hat, ist so, dass eigentlich fast 100% über Direktvermarktung weitergeht. Da haben wir auch das Glück, dass einer der Landwirte Metzgermeister ist gleichzeitig. Das heißt, der tut für alle drei Landwirte Schlachte und alle verkaufen mehr oder weniger in der Direktvermarktung. Könnten auch noch mehr verkaufen. Teilweise geht ein bisschen was an die Gastronomie, also mit Slow Food in Ringsburg geht ein bisschen was. Ja, also ich bin absolut überzeugt, dass man noch mehr unter solchen Bedingungen hergestelltes Fleisch gerade beim Rotvieh verkaufen könnten. Und zwar zu einem guten Preis. Das glaube ich schon. Also Sie haben natürlich recht, Frau Sengel, das Schlachtgewicht ist geringer. Wir müssen einen höheren Preis erzielen, aber das kann man zurzeit auch. Das sind nochmal gute Aussichten. Jetzt kommt die nächste Frage von Fabian Höss, der ist scheinbar selber Bauer, der kommt aus dem Oberallgäu. Herzlich willkommen, finde ich schön, das macht Digitalisierung möglich, gell, dass aus ganz Bayern Leute sie sich zuschalten können. Er hat eine Frage und zwar, naturverträgliche Beweidung auf unseren Weiden und Alpen ist auch bei uns weit verbreitet. Zu Ihrem Beweidungsprojekt hätte ich eine Frage, wie wird das Parasitenmanagement der Rinder, also das Entwurmen, durchgeführt? In Naturschutzprojekten wird ja darauf sehr geschaut. Schließlich geht es ja um die Insekten im Kuhfladen. Gehört zur vorigen Frage der Vollständigkeit halber, wir betreiben selber eine Alpe, an der außer einer Handvoll Mehlschwalben brüten und in der Früh immer einiges an Fledermauskot herumliegt. Denen gefällt es scheinbar auch ganz gut bei uns. Ja. Also wie macht ihr das Parasitenmanagement? Herr Leitl, bitte. Genau. Also das ist eine ganz wichtige Frage. Unser Landwirt hat bisher noch nie Entwurmungsmittel geben müssen. Er hatte keine Probleme damit. Und das hängt damit zusammen, also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben ungefähr 65 Hektar Weideflächen, davon auch 15 Hektar Waldweide. Aber wir haben im Schnitt einen Rinderbestand von 30 Rindern. Wir haben so meistens so 12 Mutterkühe mit Nachzucht und einen Stier. Drei Ochsen haben wir jetzt nur dabei. Und es ist so, dass wir natürlich im Vergleich zu anderen sehr geringe Weidedichte haben, an Großvieheinheiten drauf. Und
Wir haben sehr viel unterschiedliche Weiden. Wir können oft wechseln. Und unser Landwirt macht es schon immer so, dass er hat auch Weideflächen, die nach 4 Jahren Beweidung wieder 3 Jahre als Acker genutzt werden. Und da wird die Parasitenkette unterbrochen, weil diese Stadien der Parasiten da im Boden überdauern. Und wenn das umgebrochen wird, dann wird diese Parasitenkette unterbrochen. Und bisher haben wir tatsächlich das große Glück gehabt, dass der noch nie irgendwelche Entwurmungsmittel hat geben müssen. Wenn das der Fall wäre, müssten natürlich die zu behandelnden Tiere für diese Zeit in Quarantäne. Es ist also so, wir haben im Projektgebiet den Wanderschäfer und wenn der durchs Gebiet zieht, der großen Hufeisennasen, muss der 3 Wochen vorher praktisch, müssen alle Schafe zuletzt den letzten Entwurmungsdurchgang hinter sich haben. Er stammt darf er durch das Projektgebiet ziehen. Das ist schon immer sehr lange so vereinbart. Aber ein anderes Beispiel, wir haben ja noch ein großes Beweidungsprojekt in der Oberpfalz, die Grubenfelder Leoni auf 100 Hektar weiden da Heckrinder und dort haben wir tatsächlich sind massive Verwurmungsprobleme, weil das eine große Gesamtweide ist und die Tiere sich kontinuierlich immer wieder anstecken und nie die Verwurmung unterbrochen wird. Und da tut man sich natürlich leichter, wenn man Parzellweiden hat und die Tiere gut separieren kann und dann immer wieder auch auf ganz frische Weideflächen bringt. Und natürlich gerade durch die Waldweide, wo sehr viele verschiedenste Kräuter wachsen. Und es ist interessant zu beobachten, wie die Rinder, wenn die da reinkommen, wie die suchen nach bestimmten Kräutern oder wenn sie auch zum Beispiel Erde fressen. Das habe ich schon oft beobachten können, dass die offenen Boden, dass sie den zu sich nehmen, weil da einfach auch bestimmte Stoffe drin sind, die für die ganze Tiergesundheit bedeutsam sind. Und je vielfältiger die Weidelandschaft ist, umso mehr können die Tiere sich selber das auch, suchen, worüber sie gesund bleiben. Vielen Dank für die Antwort. Jetzt gehen wir gleich zur nächsten Frage, und zwar das ganz eine wichtige Frage. Ich glaube, die betrifft alle Weidetierhalter. Frage zum Wolf. Der Wolf breitet sich aus, ist vor allem in der Oberpfalz, glaube ich, fühlt er sich auch sehr wohl. Und bei jährlichen Wachstumsraten von 30% der Wolfspopulation, also würde jetzt ein bisschen, weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich so viel ist, werden gerade Schafhalter, Dammwildhalter und so weiter vor große Probleme gestellt. Was sagen Sie jetzt dazu? Wie soll man damit umgehen? Vielleicht auch eine relativ kompakte Antwort, Herr Leitl und Herr Schwarz, weil wir haben nämlich noch einige Fragen und die Frage ist auch an uns gerichtet, Rosi, da sollte man vielleicht auch ganz kurz eine knackige Antwort geben. Bitte. Gut, fange ich vielleicht an. Herr Leitl. Genau. Also ich bin ja auch Förster, Jäger, ich bin auch Netzwerker für große Beutegreifer und ich kann es auch sagen, ich mag auch den Wolf. Und ich muss aber fairerweise auch sagen, für die Weidetierhaltung ist es mehr oder weniger fast eine Katastrophe, weil hier einfach ganz viel Zusatzarbeit entsteht. Und ich habe erst die Woche einen Termin gehabt mit einem Dammwildhalter, den sein Dammwildgehege zu sichern, das kostet ungefähr 50.000 Euro. Und wenn man das umrechnet auf ganz Bayern, also da kommen da Millionensummen zusammen und vor allem Gatterwildhaltung, das ist das Aufwendigste. Rinder müsste man nicht zwingend, wenn sie behornt sind, und es ist auch interessant, unsere Herde ist ja auch im Wolfsgebiet, da ist der Truppenübungsplatz Hohenfels, und wir konnten das schon oft beobachten, auch wenn mal Hunde hineinkommen, wie sehr die bilden eine richtige Wagenburg, die Kühe, innen an die Kälber und außen stehen die Kühe rum mit gesenkten Köpfen, das steckt in denen noch drin, die könnten sich sehr wohl gut gegen Wölfe wehren. Und wir haben natürlich auch das so eingerichtet, unsere Kälber kommen im Dezember zur Welt und wenn sie im Mai, April, Mai auf die Weide kommen, sind die Kälber schon sehr groß und mobil und haben auch nicht mehr so gefährdet, weil am stärksten gefährdet sind ja die ganz frisch gesetzten Kälber, die haben da am stärksten gefährdet. Aber das ist wirklich ein Problem, das ist für die Weidetierhalter ein enormer zusätzlicher Aufwand. Man kann allerdings Weidetiere vor dem Wolf schützen. Und
Es wäre ein Armutszeugnis für unser Land, weil nämlich genau in den Ländern, in denen der Wolf überlebt hat, gab es weiterhin im großen Stile Weidetierhaltung. Aber das ist jetzt dann, würde jetzt zu weit ausführen, wenn man in alle Details eingehen würde. Man muss wieder auch an eine Art Behirtung denken, indem man aber zum Beispiel auch die Weidetiere abends wieder von der Weide runternimmt, weil nämlich der Wolf halt in der Nacht kommt. Es gibt Methoden, das zeigen uns all die Länder, in denen Weidetierhaltung im großen Stil überlebt hat und in denen es auch immer den Wolf gegeben hat. Also es gibt Möglichkeiten, aber man muss ein bisschen kreativ sein. Vielen Dank, jetzt ist die Frage ja an uns gerichtet. Rosi und Herr Schwarz, wollten Sie auch noch was dazu sagen? Oder? Ja, ich kann ganz kurz was sagen dazu. Ja, bitte. Ich finde, es ist einfach ein schwieriges Thema, ne? Weil ich kann wirklich jeden Weidetierhalter verstehen, der sagt, oh je, Wolf befördert nicht gerade meine Bereitschaft, mit der Beweidung anzufangen, wenn ich in einem Wolfsgebiet bin, weil soweit ich weiß, es geht natürlich nicht nur, dass Tiere gerissen werden, also die Schafhalter sind ja bei uns jetzt fast noch ein bisschen stärker betroffen, wie der Rudi richtig gesagt hat, das Rind kann sich schon noch mehr schützen, denke ich, wie Schafe. Es kommt halt auch Unruhe in die Herde. Also es genügt ja vielleicht manchmal, wenn der Wolf vorbeigeht. Ne? Also nicht nur, dann ist Chaos in der Herde. Und sagen mir jedenfalls Schafhalter, die sagen, ja, dann kann ich das vergessen. Also die kann ich vergessen, diese Herde zu führen. Ja, darum bin ich persönlich sehr gespalten, weil ich sage, andererseits, wie der Rudi auch sagt, das wäre ein Armutszeugnis. Also früher haben wir es auch irgendwie geschafft, zusammen mit dem Wolf zu leben. Das ist ein geschütztes Tier, das ist die eine Sache. Auf der anderen Seite, ja, vielleicht ist doch eine Lösung, dass man so eine Art ja, Reservate, also in dicht besiedelten Gebieten, jetzt zum Beispiel wie im Jura, wo ich jetzt noch mehr tätig bin, denke ich, macht es keinen Sinn, dass da der Wolf irgendwie sich, will er sich vielleicht auch nicht ansiedeln, sondern der braucht einfach auch größere Waldgebiete. Aber, also ich verstehe da beide Seiten und ich könnte jetzt nicht sagen, naja, man würde sich auch sehr einfach machen, wenn man sagt, naja Leute, stellt euch nicht an, da gibt es doch Schutzsysteme und baut doch Zäune und setzt euch den Wolfsschutzhund mit in die Herde rein. Also so einfach ist es nicht in der Umsetzung, glaube ich. Gut, vielen Dank. Rose, bitte. Du bist ja von befasst vom Ministerium hier, gell? Es liegt alles im Umwelt. Ja, das ist Tierschutz ist im Umweltministerium. Und ich finde, man kann auf beide Seiten nicht dankbar machen und sagen, irgendwie wird sich das Problem schon lösen. Ich kann nicht auf der einen Seite sagen, wir können mit dem Wolf nicht leben, der Wolf muss wieder weg. Diese Ansicht höre ich auch oft. Und die andere Seite sagt, naja, irgendwie wird schon zurecht kommen. Und ich glaube, wir müssen einfach schauen, dass wir da lösungsorientiert drauf arbeiten und nicht stur irgendwie seine eigene Meinung durchsetzen, sondern wir müssen wirklich schauen, wie kommen wir damit zurecht. Weil wir müssen mit dem Wolf zurechtkommen. Diese Erkenntnis muss sie einfach durchsetzen. Wir werden den Schritt zurück, dass es keinen Wolf mehr gibt. Also praktisch die Ausrottung vom Wolf. Bei uns war das ja dann wieder andere Möglichkeit, sehe ich nicht, wird es nicht mehr geben. Wir müssen mit dem Wolf leben und wir müssen uns überlegen, wie das am besten geht. In einem Jahr könnt ihr euch da vielleicht andere Geschichten verzeihen, weil der Umweltausschuss wollte schon 2020 nach Rumänien fahren, in die Karpaten und uns da anschauen, wie die Leute dort mit dem Wolf leben. Die leben auch mit dem Bär. Also das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Ausflug gewesen. Der Ausschuss hat aber letztes Jahr nicht fahren können, der Ausschuss kann heuer nicht fahren. Jetzt versuchen wir es nächstes Jahr, weil jeder Ausschuss im Landtag darf ja fährt ja einmal in der Legislatur irgendwo hin und schaut sich was an. Und wir haben uns, was mich sehr gefreut, nicht einen Überseeausflug ausgedacht, sondern wir wollen sogar mit dem Zug nach Rumänien fahren und uns anschauen, wie die dort so Weidehaltung praktizieren können. Also wir müssen uns in einem Jahr noch mal treffen, dann kann ich euch das erzählen, wie die Rumänen das machen. Die machen auch viel anders wie wir. Aber es ist trotzdem spannend, wie es der Rudi auch schon gesagt hat, wie sich solche in solche Gegenden so ein Miteinander entwickelt hat und wie die das Problem gelöst haben, weil die haben das schon lang und haben sie da irgendwie halt eine Koexistenz aufgebaut, wie auch immer. Ja, vielen Dank. Ich möchte bloß noch einen Satz sagen. Ich glaube, wichtig war vor allem, dass das Umweltministerium und das Landwirtschaftsministerium viel enger zusammenarbeiten, dass die Managementpläne miteinander aufgestellt werden, dass man sich ständig trifft
und wirklich schaut, um was geht. Und jetzt war kürzlich Umweltministerkonferenz auf, also von alle Länderminister. Schade, dass die Landwirtschaftsminister nicht dabei waren. Ich finde, der Kerl hat auch mal eine gemeinsame Wolfskonferenz gemacht, weil ich glaube, sonst kommt man da auch nicht weiter. Gut, jetzt haben wir die nächste Frage. Und zwar, die finde ich eigentlich ganz schön. Was kann ein Landwirt tun, um den Fledermäusen zu helfen? Herr Leitl, bitte. Ja, also das Allerwichtigste ist mal, dass er möglichst keine Pflanzenschutzmittel ersetzt. Es ist tatsächlich so, Fledermäuse war die Tiergruppe, die am stärksten unter dem sogenannten Pestizid-Crash gelitten hat. Das hängt damit zusammen, dass sich diese Umweltgifte bevorzugt an Fettmoleküle binden. Und darum ist ja zum Beispiel die menschliche Muttermilch viel stärker mit solchen Umweltgiften belastet. Und weil Fledermäuse für den Winterschlaf sich große Fettreserven anfressen, sind in diesen Fettreserven genau diese Umweltgifte eingelagert. Und wenn sie dann im Winterschlaf davon zehren, dann wird das eine tödliche Dosis und dann sterben sie. Und daraufhin haben in den 60er, 70er bis Mitte der 80er Jahre 95% der Fledermausbestände gestorben. Und also weniger als 5% haben da überlebt. Und der Mensch hat ja gemerkt, dass diese Mittel auch für ihn nicht gut sind. Es gab ja auch sehr viel verkrüppelte Kinder. Und dann war auch die Chemieindustrie da sehr schnell und hat Mittel entwickelt, die für warmblütige Tiere nicht mehr giftig sind. Also Fledermäuse haben jetzt keine direkte Giftwirkung mehr, aber sie leiden natürlich nur unter dem indirekten Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Und was vollkommen unterschätzt wird, das ist eben der Einsatz von den Totalherbiziden, also von den glyphosathaltigen Mitteln, weil nämlich ganz viele kleine Insektenstadien, Larvenstadien von den Ackerwildkräutern auch leben. Und an das Kuriosum, so bekannte Feldvögel wie der Stieglitz oder der Hänfling, das waren früher alle Weltvögel in der Agrarlandschaft. Da gibt es es heute nicht mehr. Aber die gibt es heute in den großen Städten, wo große Baustellen sind, weil dort bewegte Erde ist und da heute eine Vielzahl an Ackerwildkräutern existiert. Aber auf dem Acker gibt es leider nicht mehr. Und das ist ja das Drama, dass viele unserer landwirtschaftlichen Flächen keine Lebensräume mehr sind. Früher war das Lebensraum für ganz viele Tierarten. Aber heute sind diese Flächen sehr lebensfeindlich. Und darum ist das oberste Mal, nichts einzusetzen, was das Leben zerstört, alles zerstört, weil Gift macht nämlich ziemlich viel tot. Und auch zum Beispiel Kreiselmähwerke heute, oder sind die ganzen Mulchgeräte. Das Grünland ist ja heute fast so artenarm wie das Ackerland, aufgrund der schnell rotierenden Messer, wo alles zerschmettert wird. Das Beste ist tatsächlich das Rindermaul oder das Pferdemaul oder das Ziegenmaul, das sich das Gras rupft und jeder Grashüpfer, jedes Insekt, die ganzen Zikaden können ihm leicht ausweichen. Und es gibt da heute schon Untersuchungen drüber, dass in den Weidelandschaften so viel mehr an Insektenarten sind. Allerdings auch nur, wenn sie nicht überweidet werden. Das ist nämlich oft das Problem, dass viele Flächen überweidet sind und alle, vor allem auch die Kurzrasenweiden, da blüht ja auch nie was drauf. Und darum ist da entsprechend das Mosaik sehr wichtig. Aber da könnte jeder Landwirt was tun und natürlich auch an den Gebäuden möglichst viel Spalten und Verstecke lauern, dass die Fledermäuse auch Unterschlupf finden. Also, aber über den Insektenreichtum wär da auch sehr viel getan für die Fledermäuse. Vielen Dank. Also ein bisschen was kann man auf alle Fälle tun. Jetzt habe ich zwei nächste Fragen, und zwar an Herrn Schwarz. Die fasse ich jetzt zusammen. Herr Schwarz, was bedeutet der Begriff auszäunen? Und die nächste Frage ist der Nährstoffeintrag durch die Rinder in das Wasser oder in die Furt kein Problem? Bitte, Herr Schwarz. Ja, also auszäunen habe ich vorhin, glaube ich, ihr habt davon gesprochen, dass man bestimmte Teile der Weide auszäunt. Ja, das ist passiert deswegen, weil zum Beispiel da seltene Pflanzen drauf sind, die eben eine Beweidung nicht vertragen. Zum Beispiel der schon angesprochene Wiesenknopf-Ameisenbläuling, der den Wiesenknopf braucht nämlich. Und der Wiesenknopf muss zur Blüte kommen und der darf sozusagen von
Anfang Juni bis Mitte September in etwa weder gemäht noch eben von der Kur abgerissen werden, weil sonst kommt er nicht zur Blüte. Und solche Bereiche wurden halt, weil es ein Naturschutzprojekt war, ausgezäunt. Das sind dann oft nur, was weiß ich, mal 500 Quadratmeter oder sogar weniger, bloß 100, 200 Quadratmeter, wo halt jetzt ein Beispiel dieses Wiesenknopfes, kann man das gut erklären, wo halt der vorkommt und deswegen wurden diese Bereiche ausgezäunt. Der Rest der Weidefläche ist ganz normal weiter beweidet worden. Und damit hat man aber sowohl für bestimmte Art, die es da gibt, was getan und trotzdem die Beweidung ermöglicht, indem er kleinere Bereiche auszäunt. Das war Nummer eins. Nummer zwei war, ja, mit auch dieses Bild wahrscheinlich, wo die Rinder durch den Bach gegangen sind, ne, war da wahrscheinlich gemeint. Ja, da hatten wir mit dem Wasserwirtschaftsamt tatsächlich Kontakt. Die haben gesagt, beobachten. Und wir haben das dann beobachtet und waren der Meinung, dass das bisschen, wo vielleicht reinkommt, nicht das große Problem macht. Ist dann auch vom Wasserwirtschaftsamt so genehmigt worden, weil man die Rinder, die halten sich jetzt da nicht stundenlang drin auf. Ne? Die queren den Bach, die saufen im Bach. Im Sommer baden sie übrigens auch drin oder sind gut. Ja, das macht dann einfach Spaß. Das ist fürs Tierwohl, denke ich, sehr wichtig, auch sowas. Aber ich denke nicht, dass auch da komme ich wieder auf die historische Entstehung von unserer ganzen Landschaft zurück. Also es war schon immer so, dass dann die Rinder oder Tiere, die auf der Weide waren, eben durch Bäche gegangen sind. Also das denke ich, das dürfte nicht das große Problem sein. Gut, vielen Dank. Jetzt muss ich mit Blick auf die Uhr ein bisschen schauen, dass man die Fragen vielleicht kompakter beantwortet, weil wir haben sehr viele. Gleichzeitig würde ich die Frageliste schließen und also jetzt bitte keine Fragen mehr in den Chat schreiben. Jetzt versuchen wir mal, das noch abzuarbeiten. Es sind nämlich noch ganz interessante Fragen dabei. Die nächste Frage ist, würden die Projekte von einer Muttertierprämie profitieren, wie sie in der neuen gemeinsamen Agrarpolitik geplant sind? Das sind ja 50 Euro pro Rind, pro Schaf, pro Ziege, aber nicht für Milchvieh. Das gilt nur für Mutterkuhhalter oder Mester. Würden die, also ist das, sehen Sie das positiv, dass man das reingebracht hat in die gemeinsame Agrarpolitik? Herr Leitl und Herr Schwarz, vielleicht ganz kurz. Also ich gebe es gleich an dich, Thomas, weiter. Da bin ich nicht so in der Materie drin, das kann ich nicht beurteilen. Ich habe ziemlich bald in dem Projekt an der Landwirtschaftspolitik kapituliert, wie kompliziert das ist. Ja, also ich sage mal, grundsätzlich richtige Richtung, weil ich sage, alles, was Prämie für extensive Tierhaltung betrifft, ist gut. Ob die Höhe reicht, das, ja, also ich habe das jetzt betriebswirtschaftlich auch noch nicht durchkalkuliert. Also da könnte noch Luft nach oben sein. Also ich denke, warum nicht in der Milchviehhaltung, dürfte auch klar sein, weil eben die angesprochenen Schafe, Rinder, also Weiderinder, Ziegen und Schafe halt eher extensive Art der Landbewirtschaftung sind und Milchviehhaltung in der Regel zumindest intensiver in Ställen stattfindet. Und deswegen denke ich, ist auch gerechtfertigt, dass man jetzt für Fleischrinderproduktion, wenn es extensiv stattfindet oder auch bei Ziegen- und Schafhaltung so eine Prämie gibt. Also ich halte es jetzt schon eher für positiv. Also ich finde es auf alle Fälle positiv und ich finde, ein Anfang ist gemacht, dass man ja da einfach einmal so eine Form einfach bezuschusst. Jetzt kommt die nächste Frage, das finde ich auch ganz interessant. Wie werden diese Projekte, die Sie vorgestellt haben, ist jetzt eine Frage an Herrn Schwarz, von den örtlichen Landwirten kommentiert, eher gut oder eher schlecht? Wie ist da euer Kontakt? Es ist tatsächlich so, also am Anfang war in Tennisberg, da war das ganz neu, ne? 99, da ist das schon sehr kritisch, glaube ich, beäugt worden. Mit zunehmender Dauer eines solchen Projektes, glaube ich, ist es ein gutes Nebeneinander. Also ich bemerke gar nichts mehr, dass jetzt da irgendjemand auftritt und sagt, mein Gott, was ist das für ein Schmarrn, sondern, also wenn man die Grundeinstellung hat und sagt, naja, können auch verschiedene Arten von Landwirtschaft nebeneinander existieren. Wenn man das nicht mitbringt, diese Grundhaltung, dann wird es schwierig. Ne? Aber in der Regel habe ich nirgends eigentlich bei diesen Projekten jetzt große Gegenwehr verspürt. Also das kann ich nicht feststellen eigentlich.
Also mal Ski zum Herrn, finde ich positiv. Entschuldigung, eher noch so, dass sogar Interesse erzeugt. Also zu diesen Beweidungsprojekten kommen ja immer wieder andere Landwirte, die sich dafür interessieren und sagen, aha, das ist was anderes. Also eher in diese Richtung, dass man Interesse zeigt von anderen Landwirten her. Also ich muss auch sagen, also ich kenne auch viele Bauern, die sind auch sehr offen, wenn es neue Sachen gibt, die sind auch interessiert daran und haben da auch Lust drauf, mal was auszuprobieren und so. Also ich finde das sehr wichtig. Jetzt kommt nur zwei Fragen an Herrn Schwarz und nein, noch eine Frage direkt an Sie, Herr Schwarz. Extensive Beweidung befördert die CO2-Bindung. Grasland könnte als Kohlenstoffsenke genutzt werden. Wie kann diese Form von Klimaschutz in den Projekten zur Wertschöpfung genutzt werden? Gibt es kurz die Beantwortung oder soll man verweisen, dass Sie das? Bin ich, also bei Klimaschutz und CO2 muss ich sagen, muss ich passen. Also da bin ich jetzt auch nicht der große Experte, aber dass das genutzt werden kann, denke ich schon. Also ich kann da kurz was dazu sagen. Es ist tatsächlich so, da haben sie es so untersucht, dass der Dung von Rindern draußen, wenn der durch Entwurmungsmittel praktisch kontaminiert ist, dann habe ich eine viel stärkere CO2-Ausgasung aus diesem Dung, weil die ganzen Insekten den normalerweise auffressen würden und in sich aufnehmen würden. Er bleibt also, das CO2 würde dann stärker im System bleiben. Aber die Frage geht eher drin, wie kann man das zur Wertschöpfung nutzen, dass das praktisch honoriert wird, dass man praktisch auch eine CO2-Bindungsvergütung bekäme. Also das könnte man theoretisch mit drauf anrechnen. Ja. Rosi, bitte. Ja, ganz kurz. Also wir haben ja heute auch festgestellt, dass wir mit dem Klimaschutz noch ein bisschen hinten dran sind und dass wir da mehr machen müssen in Deutschland. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich auch vom bürokratischen Aufwand her möglich ist, dass jetzt ich sage, es gibt eine Art CO2-Bindungsprämie, je nachdem, wie viel Humusaufbau man schafft als Landwirt, weil es gibt ja viele landwirtschaftliche Flächen, wo ich gerade unter so Grünland sehr viel CO2 binde. Aber das war ein gutes Argument, so eine Beweidung auch noch mit einer stärkeren Förderung zu versehen, weil es nicht nur für die Artenvielfalt gut ist, nicht nur fürs Landschaftsbild, sondern auch für den Klimaschutz. Dann ist das nur ein weiteres Argument, um die Beweidung quasi förderfähig oder förderwürdig zu machen. Also, was der Herr Schwarz ja schon gesagt hat, wir müssen solche Projekte einfach fördern, sonst wird es nicht gemacht. Und wenn ich auch noch gleichzeitig einen Klimaschutzaspekt dazu habe, wie ich es bei dem Moore ja auch habe, und Moore ist ja eigentlich ideal, um Klimaschutz und Artenschutz zu verbinden, dann kann man da ein gutes Argument dafür finden, dass man die Beweidung stärker fördert. Genau. Jetzt haben wir noch eine Frage, und zwar an beide Referenten. Wie viel geringer sind die Vorteile für die Artenvielfalt, wenn die Beweidung nicht so extensiv ist? Könnten Sie es vielleicht noch mal ganz kurz und knapp zusammenfassen? Und dann darf ich auch noch die andere Frage anschließen, weil die ist praktisch. Ich glaube, die kann man schnell beantworten. Gab es schon Phasen im Sommer, wo zugefüttert werden musste? Bitte fangen wir einfach mit Herrn Leitl an. Dann ja, also das mit der Intensität der Beweidung ist tatsächlich eine Gratwanderung. Wenn man nämlich ein bisschen drüber ist, dann ist schon fast gar nichts da. Und man tut sich leichter in Landschaften, die von vornherein schon sehr strukturreich sind. Wenn ich da Felsbereiche drin habe, wenn ich da einen Bachlauf drin habe, dann werden sich da immer Saumstruktur einstellen. Dann macht es ja nichts, wenn die schöne Fläche intensiver beweidet ist. Die Ökotone, also wo praktisch unterschiedliche Lebensräume aneinander grenzen, das bietet die Vielfalt. Und darum tut man sich da leichter. Insgesamt ist die ist aber eine ziemliche Gratwanderung. Wenn man mal ein bisschen drüber ist, sobald es überweidet ist, also unterbeweiden macht kaum was, da hat man dann später eher Probleme, die Weide wieder gut herzurichten, wenn es mit Schlehen oder so zuwächst. Aber ansonsten ist, wenn man ein bisschen drüber ist, dann ist gleich, man braucht einfach Blüten. Also und darum haben wir achten darauf, dass wir immer Flächen haben, die auch mal über 3 Monate nicht beweidet werden. Damit da auch mal die Blüten fertig blühen können, dass sie aussamen können, das braucht es einfach. Und da tut man sich halt mit größerer Fläche leichter oder vor allem mit großen Flächen, die weniger intensiv beweidet werden. Danke. Und mit dem Zufüttern ist das bei euch auch ein Problem?
Wir dürfen ja auf den Naturschutzflächen sowieso nicht zufüttern. Das darf der Landwirt nur auf den Flächen, die seine eigenen sind. Und das macht er hauptsächlich auf denen, die dann auch die Ackerstandorte sind. Und natürlich jetzt bei den trockenen Sommern, und wir waren da extrem betroffen, da musste er zufüttern. Also aber er durfte es natürlich nur auf den Flächen, die jetzt praktisch die Ackerstandorte sind, die er dann auch mal wieder irgendwann umbricht und nicht die kostbaren Naturschutzflächen, auf denen halt viele Orchideen wachsen. Danke, ja. Herr Schwarz, bitte. Zu dem letzten Punkt vielleicht auch nochmal. In der Regel hat natürlich der Landwirt überhaupt kein Bestreben zuzufüttern, weil er deswegen stürzt er die Tiere auf die Weide, weil er sagt, naja, also, könnte im Stall auch füttern. Also eigentlich sollte er von der Weide seine Energie runterholen, das Weidetier. Das ist so schon eigentlich das Hauptbestreben, denke ich. Und gut, von Naturschutzprojekten braucht man nicht reden, da dürfen wir so ohnehin nicht zufüttern. Und zu dem anderen Punkt noch, also ich denke, eine Kurzrasenweide, wo intensivst beweidet wird, hat für den Artenschutz keine Bedeutung mehr. Also das muss man auch deutlich sagen, so sehr ich Weidefan bin, aber wie der Rudi ja richtig gesagt hat, also wenn man diese Struktur oder Blütenreichtum nicht erhält und es ist alles total runtergefressen, dann ist es eigentlich das Gleiche, als wenn ich eine intensiv genutzte Wiese habe. Also das ist nicht mehr viel Unterschied. Ja, danke. Ja, aber für die Tiergesundheit. Also das ist auf alle Fälle schon mal Tiergesundheit immer besser. Klar, das ist der zweite Aspekt, der einfach, den man auch beachten muss. Ja. Gut, jetzt kommt eine Frage an uns zwei, Rosi, und zwar bezüglich der neuen GAP-Zahlungen. Du hast das vielleicht auch schon durchgelesen. Hast du schon durchgelesen oder soll ich es vorlesen? Also es geht darum, der Bauer aus dem Allgäu, also ich finde es ja wirklich schön, dass sie immer noch dabei sind, spricht sich eigentlich, ich fasse einmal zusammen, dafür aus, dass man Beweidung besser belohnt sozusagen, dass da einfach mehr Förderung gibt. Und ich sage jetzt mal, wir Grüne haben uns sehr dafür eingesetzt, dass Weidehaltung als gekoppelte Zahlung in der ersten Säule gefördert wird oder dass man das in die Eco-Schemes aufnimmt. Es war einfach nicht zu machen. Da hat sich insbesondere auch Bayern nicht dafür eingesetzt. Warum? Weil es in Bayern zu wenig Weidehalter gibt, die von diesen Zahlungen profitiert hätten. So ehrlich muss man auch mal sein. Also für was setzt sich ein Bundesland ein? Niedersachsen zum Beispiel hat sich sehr dafür eingesetzt, weil die halt sehr viele Weidehalter haben. Da ist die Weidehaltung ganz üblich. Aber Bayern nicht. Ich meine, man muss sich mal überlegen, dass nur 16% aller Nutztiere in Bayern sind auf der Weide. Das ist eine wahnsinnig geringe Zahl für das, dass man das Gefühl hat, wenn man nach Bayern kommt, da ist die Kuh immer auf der Weide, das stimmt halt nicht, schon lange nicht mehr. Und da geht es halt ums Geld, da wird hin und her verhandelt, insbesondere bei der Agrarministerkonferenz, was man da alles verhandelt hat, da ist halt leider die Weidehaltung rausgefallen. Also wir Grüne setzen uns da aber sehr dafür ein, aus den ganzen genannten Gründen, die wir heute gehört haben. Mal schauen, ich meine, man kann... Man müsste es auch noch besser fördern, natürlich im Kulab. Und es gibt auch wieder eine nächste Runde der Agrarzahlungen. Und da hoffen wir, dass wir es dann reinkriegen. Rosi, möchtest du noch was ergänzen? Gut. Ich darf kurz noch was dazu sagen. Der Rainer Wölfel vom Hirschbrucker Hutanger-Projekt, der hat das mal durchgerechnet, weil denn seine Rinder, die setzt er hauptsächlich in der Landschaftspflege ein. Und wenn man die Landschaftspflege maschinell macht, würde das wesentlich teurer sein. Und wenn man das dann überträgt, müssten eigentlich die Weidetierhalter für die Landschaftspflege ungefähr das Dreifache bekommen, als sie jetzt durch die aktuellen, sage ich mal, Förderungen bekommen. Also da ist eigentlich nur Luft nach oben und das wird, also das hat ja schon mit Nachdruck da nach oben transportiert. Da könnte sich vielleicht wirklich was tun. Also ich habe auch das Gefühl, ich meine, das ist erstmal in aller Munde, da ist vielleicht auch das Volksbegehren Artenvielfalt hat schon was bewirkt, muss man ganz insgesamt sagen, dass solche Sachen einfach auch hoffentlich jetzt in Zukunft besser gefördert werden und auch gesehen werden. Jetzt kommt die nächste Frage an Herrn Schwarz. Wird irgendeine Form der Weidepflege betrieben? Ja, also wird natürlich sowohl, also bei der Schafhaltung ganz klar, weil da haben wir immer wieder Probleme auf Magerrasenflächen,
dass jetzt da vor allem Schlehen aufkommen. Also da wird Weidepflege gemacht, also teilweise durch den Schäfer selber, teilweise aber auch über die Landschaftspflegeverbände, die also da sehr wertvolle Hilfe leisten und eigentlich diese Flächen offen halten, muss man sagen. Das ist sehr wichtig, dass man diese Schafbeweidung eigentlich aufrechterhält. Und bei der Rinderweide wird auch Weidepflege gemacht, ne? Dass man es das am Ende des Jahres einfach einmal drüber mäht oder so. Das wird einfach schon getan. Ich weiß nicht, ob du noch was ergänzt hast, Rudi, aber das ist eigentlich. Also machen wir natürlich auch. Interessanterweise, das Rotvieh oder das rote Höhrenvieh geht ja an Pflanzen, weil du hast ja vorhin schon gesagt, ans drüsige Springkraut. Oder bei uns im Jura geht es ganz stark an die Fiederzwänke. Das war auch kein anderes Rind frisst, aber das Rotvieh frisst die Fiederzwänke. Und das Rotvieh schafft es schon gar, ganze Schlehenhecken wegzubringen. Also wir müssen jetzt die Schlehen vor dem Rotvieh schützen, weil das hat tatsächlich ganze Hecken eliminiert. Obwohl die Schlehen so Dornen haben, also die sind ja so stachelig. Das ist ja krass, die fressen wirklich alles. Fliegen normal. Wird sehr gern gefressen, aus Rotwild frisst ganz gern die Blätter von der Schlehe und das in bestimmten Altersstadien gelingt es. Oft so junge Schlehen, die bringen es nicht so leicht weg, aber alte Schlehenhecken, die drucken es dann mal um und also es haben sie auf jeden Fall geschafft, bei uns ganze Schlehenhecken zu eliminieren. Wahnsinn. Jetzt kommt nochmal eine Frage zum Wolf, aber die haben wir ja eigentlich schon beantwortet, aber ich möchte es jetzt einfach auch nochmal mitteilen, weil das ja in Chat geschrieben wurde. Die Vorteile der extensiven Beweidung sind unbestreitbar, aber diese Flächen sind halt eben deswegen, weil sie ja oft schwierige Flächen sind, kaum schützbar. Das gleiche Problem haben wir ja im Voralpenraum und im Alpenraum auch. Ich glaube, da werden wir heute auch nicht so eine Lösung finden, aber natürlich müssen wir daran arbeiten, weil wir wollen einfach beides erhalten. Die Beweidung ist ja auch bei uns in den Alpen ganz, ganz wichtig. Und aber der Wolf darf halt auch nicht mehr ausgerottet werden. Möchte trotzdem kurz was dazu sagen, weil man darf da immer nicht, man muss an alles denken. Solche Flächen haben sehr wohl mit Rindern zu beweiden, wenn ich die Rinder abends von der Weide nehme und in den sicheren Stall oder Pferch bringe. Dann kann ich auch solche Flächen beweiden. Ist natürlich mehr Arbeit. Aber gerade in so Ländern wie Rumänien wird man einfach die Tiere, die man schützen will, einfach in der Zeit, wo sie gefährdet sind, so schützen, dass sie nicht mehr gefährdet sind. Ist einfach mehr Arbeit. Geht aber. Oder die Hütehaltung, wie du vorhin richtig gesagt hast, Rudi. Ne? Genau, also das Behirtung und Herdenschutz, unten geht es dann auch wieder. Aber die Behirtung hat bei uns eigentlich ganz wenig Tradition. Also ich war in der Schweiz letztes Jahr, da ist das einfach ganz was anderes. Da ist quasi eine Behirtung, da sind auch Herdenschutzhunde, das ist normal. Also bei uns ist das ja ein ziemliches Novum. Da muss man auch ehrlicherweise sagen, da müsste man natürlich, in der Schweiz wird da sehr viel gefördert. Da tut der Staat zahlt extrem viel, sowohl für den technischen Schutz als auch für den Unterhalt von Herdenschutzhunden und so. Also die sind da sehr, sind eigentlich weiter als mir. Aber die sagen natürlich auch, da gibt es ja, irgendwann muss man vielleicht einen Wolf auch mal schießen dürfen. Und das, glaube ich, ist auch das große Problem, um das wir, da werden wir drum rumgeredet, aber letztendlich werden wir um das nicht rumkommen. Zur Vergrämung, dient halt unter anderem auch der Abschuss. Und ich glaube, das Wichtige ist bloß, dass man wirklich sagt, man braucht eine gesicherte Population und man muss, also den Schutzstatus wird er nie verlieren, aber man muss irgendeine Formulierung finden, den richtigen Problemwolf immer zu treffen, ist, glaube ich, auch schwierig. Aber dass man einfach, dass man da irgendwie weiterkommt. Gut. Da sind wir uns ja alle einig. Jetzt haben wir noch das ist auch eine interessante Frage. Wie wird denn ein Landwirt entlohnt, der sich um das Rotvieh kümmert? Also der nicht den Eigenbesitz hat, sondern der die Arbeit macht. Magst du das sagen, Thomas? Oder? Ja, das wird unterschiedlich ablaufen. Also in dem Tennisberger Projekt ist tatsächlich so, dass der Landesbund für Vogelschutz eigentlich der Projektträger war, zu Beginn zumindest, die Flächen eigentlich zur Verfügung gestellt hat und der Landwirt dann mit einer Nutzungsvereinbarung eingestiegen ist.
Der hat allerdings, das ist eigentlich ein vertragliches System. Also der Landwirt kann die Herde nutzen. Der kann natürlich auch das Fleisch verkaufen und verdient am Fleischverkauf und kann auch die Prämien generieren, die er durch extensive Beweidung meinetwegen erhält. Er kann da seine Betriebsprämie eigentlich sich auszahlen lassen. Also der Landwirt hat in solchen Projekten, nenne ich es mal, den Vorteil, dass er eigentlich wenig investieren muss. Das habe ich ja vorhin gesagt. Das ist aber vielleicht auch notwendig für die Allgemeinheit. Geringe Investitionskosten in Weideinfrastruktur aufbringen muss und gleichzeitig aber die Prämien und natürlich den Verkauf des Fleisches für sich generieren kann. Also so läuft das ab. Und ich denke, das müsste eigentlich über Projekte hinausgehend eigentlich mehr gefördert werden, dass man geringe Investitionskosten eigentlich oder eine höhere Förderung für Zaunbau oder Weideinfrastruktur oder sowas erhalten könnte. Das wäre ganz wichtig. Ja, also es ist so, die männliche Nachzucht bleibt immer gleich im Eigentum des Landwirts und die weibliche Nachzucht muss einfach nur so weit erhalten bleiben, dass der Bestand, der mal angeschafft wurde, erhalten bleibt. Die kann er dann auch darüber hinaus nutzen. Und in der Regel ist es so, dass das Futtergeld für die ersten 2 Jahre wird praktisch da aufgewogen, wenn es länger behält, dann da wird eigentlich nichts mehr dann gemacht. Also letztlich kann er, wie es der Thomas schon gesagt hat, mehr oder weniger für sich ganz nutzen. Er muss nur dafür sorgen, dass der Grundbestand der Herde einfach weiterhin erhalten bleibt. Ja, also Förderungen, das war unsere Aufgabe, unsere politische Aufgabe, dass wir da schauen, dass wir da was mehr auf den Weg bringen. Jetzt haben wir noch ganz eine praktische Frage. Müsste nicht auch die Ausbringung von Festmist gegenüber Gülle besser gefördert werden? Das ist jetzt die vorletzte Frage. Die letzte Frage ist nämlich eine politische Frage. Da können wir dann das Ganze schön abrunden. Bitte, an beide Referenten. Also fange ich mal an. Ja, Festmist. Auch da muss man sich einfach die Historie anschauen. Ne? Das ist eine ganz traditionelle Düngung gewesen. Also über Weidehaltung ohnehin ja eingebracht. Aber über Festmist kann man wirklich eigentlich schöne zweischürige Wiesen jetzt in der Wiesennutzung eigentlich entwickeln. Und von daher ist das so die klassische Zweischnittwiesen, wo ist meistens Festmist schon immer gedüngt worden. Und von daher, ja, also Festmistdüngung finde ich teilweise sogar bei bestimmten Standorten besser als ein kompletter Verzicht auf eine Düngung. Ja, muss in der Förderung bleiben, beziehungsweise könnte sogar erhöht werden. Wichtig ist hier, den Standard anzuschauen. Das sind immer oft so Pauschallösungen. Manchmal sage ich, ja, besser wäre gar nichts zu düngen. Und manchmal ist aber es durchaus sinnvoll, eine Festmistdüngung zuzulassen. Das ist meine Meinung dazu. Ja, Festmist ist einfach goldes Wert. Und da ist der Vorteil natürlich, dass wir im Winter Stallhaltung haben und unser Landwirt großzügig Stroh einstreut, sodass er große Mengen an Mist hat. Da war sehr große Nachfrage von den umliegenden Ökolandwirten besteht, die halt viellos arbeiten. Man kann sehr viel Festmist erzeugen. Wenn man da großzügig mit dem Stroh ist, umso mehr wird natürlich auch gebunden. Da läuft nichts ab. Also wir haben einen Tretmiststall und der wird den ganzen Winter nicht irgendwie ausgeleert. Aber da läuft auch keine Soße raus, sondern es wird alles in dem Stroh gebunden. Und das ist also wirklich ein ganz toller Mist, der dann auch nicht, der stinkt, der riecht nicht, der riecht gut. Aber das ist, darf ich kurz ergänzen, Gisela, weil das, was der Herr, der Thomas Schwarz mal gesagt hat heute, das finde ich so wichtig. Unsere Kulturlandschaft ist ja mal so entstanden. Also wir kennen ja jetzt, wie es vor 200 Jahren ausgeschaut hat, das wissen wir ja gar nicht, aber wir wissen, wie unsere Kulturlandschaft entstanden ist, eben so wie ich zum Beispiel auch aufgewachsen bin, auf so einem kleinen Sahal mit 5 Kühen. Man hat das Land so bewirtschaftet mit natürlich Viehbesatz, aber mit einem sehr, sehr geringen Viehbesatz. Die waren entweder draußen, die Viecher, oder man hat einen Festmist gehabt. Es hat keine Güllewirtschaft gegeben, man hat aber dann auch noch irgendwann ein Feldrohr gehabt, weil die Felder waren ja relativ klein und der Nachbar hat ja daneben auch gleich wieder ein Feld gehabt und dazwischen war halt ein kleiner Streifen, der nicht bewirtschaftet worden ist. Und es sind Hecken stehen geblieben und man hat sich eigentlich um die Landschaft sehr bemüht, weil es vielleicht auch nicht so genau gegangen ist. Und so ist eigentlich unsere Kulturlandschaft entstanden.
mit dem ganzen Flora und Fauna, was alles dazugehört. Also das ist alles in der Gemeinschaftswerk mit unserer kleinbäuerlichen Landwirtschaft so entstanden. Und jetzt müssen wir schauen, dass uns das nicht sukzessive alles verloren geht. Genau, deswegen war das halt also beeindruckend, was eigentlich alles wieder möglich ist und wie das da doch auch relativ schnell geht, dass man so Flächen quasi wieder, wenn man es extensiviert, wie schnell sich auch wieder die Pflanzen ansiedeln und dann natürlich wieder die entsprechenden Insekten kommen und so weiter. Es gibt mir immer Hoffnung, dass man wirklich sagen kann, man kann da, wenn man das aktiv beeinflusst, dass man es auch wieder viel zurückholen kann. Jetzt habe ich die letzte Frage im Chat, die geht jetzt an die Rosi und an mich. Und danach wird man quasi den Abend beenden, aber jetzt beantworten wir die Fragen ordentlich. Und zwar geht es da um die EU-Agrarzahlungen. Ich hoffe, dass ich es jetzt richtig zusammenfasse. Der Frager sagt, der hat auch recht, ein Betrieb muss sich rentieren und darf nicht nur von den EU-Agrarzahlungen abhängen. Insofern sieht er das bei Biobetrieben schwieriger, weil die mehr von der Förderung abhängen als die konventionellen Betriebe. Die sieht er da besser aufgestellt, weil die müssen sich sowieso in Zukunft, so wie er das sieht, darauf einstellen, dass sie irgendwann ganz ohne Prämien klarkommen müssen. Jetzt fange ich mal mit der Beantwortung an. Es ist ganz klar, alle landwirtschaftlichen Betriebe in Deutschland hängen circa zur Hälfte von öffentlichen Geldern ab. Das ist einfach so. Die Agrarprämien werden zum landwirtschaftlichen Einkommen dazugerechnet und es ist ungefähr die Hälfte. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, es ist so. Wir haben uns irgendwann mal dazu entschlossen, die Landwirtschaft massiv zu unterstützen. Da ging es ganz lang nur ums Einkommen, einfach das Einkommen zu fördern. Inzwischen sind wir so weit, oder das ist vor allem auch unsere grüne Meinung und auch von vielen Menschen, dass die öffentlichen Gelder, also das sind ja alles unsere Steuergelder, vor allem dafür verwendet werden sollten, was die Landwirtschaft für Umweltleistungen bringt. Also ökologisches Leistungsprinzip. Und das wollen wir ja auf Dauer umstellen. Das ist jetzt schon ein bisschen gelungen in diesen Verhandlungen, noch nicht so, wie wir uns das vorstellen, aber es ist einmal am Anfang gemacht. Und es ist klar, wer ökologische Leistungen bringt, der soll auch von der Gesellschaft bezahlt werden, weil diese ökologischen Leistungen uns alle zugutekommen. Und die müssen vielleicht auch besser bezahlt werden. Es gibt ja auch da einen Unterschied, wie gut sind die Maßnahmen. Eine Hecke zum Beispiel bringt für Artenvielfalt unglaublich viel. Also kann man auch die richtig hoch honorieren und so weiter. Also da muss man sie, oder Weidehaltung könnte man, wie wir heute schon festgestellt haben, sollte man viel mehr honorieren, damit es auch wieder gemacht wird, weil es ist ja einfach mehr Arbeit. So ehrlich muss man auch sein. Wir sehen das halt so und wir Grüne sind auch der Meinung, dass das Geld in der Landwirtschaft bleiben muss. Es muss bloß anders verteilt werden. Also die Landwirtschaft hat es verdient, so viel Geld zu bekommen, bloß für was? Darüber müssen wir uns halt immer wieder auseinandersetzen und wir sind halt für die Ökologie. Jetzt Rosi, bitte, möchtest du noch deinen ganz Beitrag, kurz, deine Ergänzung? Ganz kurz, würde ich noch gerne ergänzen, weil ich glaube, die Gesellschaft muss sich halt einfach überlegen, oder wir als Gesellschaft, wir sind ja auch Teil davon, was wollen wir denn? Wenn es uns jetzt völlig wurscht ist, was für Landwirtschaft draußen betrieben wird oder ob überhaupt Landwirtschaft betrieben wird und uns das eigentlich nichts wert ist, dann kann man ja jegliche Förderzahlung einstellen und dann kann man mal schauen, was dann passiert. Die Befürchtung ist natürlich, dass dann halt nur noch ganz wenige Landwirte überbleiben, die riesige Flächen bewirtschaften und halt ihren Einkommen über die Masse generieren und kleine Landwirte wahrscheinlich aufhören. Wenn die Gesellschaft sagt, in ihrer Summe, kann ja der Markt regeln. Der Markt regelt alles irgendwie. Aber ob das, was dann rauskommt, uns passt, das ist eine andere Geschichte. Und ich glaube jetzt, also in den vielen Gesprächen, wo wir als Politikerinnen immer führen, die Leute wollen ja schon diese Landschaft haben, die wollen auch die vielfältige Agrarstruktur haben, die wollen auch eine Hecke haben, die wollen auch, dass Viecher auf der Wart sind. Es ist ein gesellschaftliches Interesse drauf und natürlich wollen wir auch alle was zum Essen haben. Und da ist es doch viel besser. Man kann sich zum Beispiel diese Schafherde auf der Wart anschauen und sagen, also eine Lampe, das darf man ganz gut schminken. Also, wenn man das mag. Ich zum Beispiel mag es schon.
Und dass man halt, wenn die Gesellschaft sagt, ich will die Landwirtschaft erhalten, dann soll es auch dafür was zahlen, weil es gibt eine Gegenleistung dafür. Und die Gegenleistung, da ist jetzt die Frage, wie schaut die Gegenleistung aus? Und wir sagen halt, was weiß ich, Landschaftspflege, Umweltschutz, Naturschutz, Tierschutz, wer sich dafür einsetzt, der soll dafür auch eine Prämie kriegen. Und ich glaube auch nicht, dass das in Frage gestellt wird in der nächsten Zeit, dass das komplett abgeschafft wird, weil die Folgen, glaube ich, die wollen wir alle so nicht sehen und darum wird es die also schnell nicht geben. Gut, vielen Dank. Also jetzt würde ich ganz gern den Abend heute beschließen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die vielen, vielen Fragen. War eine tolle fachliche Diskussion, finde ich. Und auch vielen Dank an die beiden Podiumsgäste. Ihr habt es sehr gut erklärt. Also für mich war viel Neues dabei auch. Und ich glaube auch, wenn einige Landwirtinnen und Landwirte zugeschaut haben, die haben bestimmt auch was mitgenommen. Und überhaupt alle Leute, die dabei waren. Also ich freue mich sehr, war ein super Abend. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend. Gutes Nachhausekommen muss man nicht wünschen, weil wir eh alle daheim sind. Und jetzt gebe ich noch der Rosi das Schlusswort, weil die Rosi darf noch was Kurzes sagen zu unserem Geschenk, das die zwei Referenten nämlich zugeschickt bekommen. Das hätte man euch gern persönlich überreicht, aber es geht halt nicht. Genau, normalerweise schließen wir den Abend ab mit einem Geschenk an unsere Referenten. Die Grüne Fraktion hat ein Kochbuch geschrieben. Schön. Das heißt, Grün kocht, glaube ich, heißt, haben alle mit einer 38 Abgeordnete und jeder von uns hat ein Lieblingsrezept beigesteuert und das ist da drin, da steht ja über jeden ein kleines bisschen was dazu. Das kriegen unsere Referenten von uns zugeschickt zum Nachkochen. Da ist bestimmt für jeden was dabei, weil wir haben ja in Corona alles kochen gelernt, wer es vorher noch nicht kennen hat. Und jeder hat geschaut, das hat man ja gesehen, dass plötzlich geschaut wird, wo kommt eigentlich dieses Lebensmittel her? Also die Biobranche boomt ohne Ende, weil die Leute auf einmal sagen, ja, wenn ich schon selber koche, dann schaue ich doch genauer hin, wo es herkommt. Und das, glaube ich, können wir uns auch bewahren, auch nach Corona-Zeiten, so sie denn einmal anbrechen mögen, endlich. Aber ich bin zuversichtlich, es wird uns dann schon mal wieder besser gehen, dass man manche Sachen auch beibehält. Wie so ein gutes Format wie diese Webinare, wo man jetzt aus dem Oberallgäu oder sonst woher die Leute zuhören bringt, das mit uns diskutieren und dass keiner weit fahren muss und CO2 ausstößt, sondern das bloß daheim macht, durchs Ausschnaufen. Insofern, glaube ich, können wir ein paar Sachen positiv ja behalten, aber jetzt möchte ich mich auch ganz herzlich bedanken bei euch zwei. War super, zwei super Vorträge, super Diskussion, haben mir total gut gefallen. Danke nochmal. Und damit waren wir am Ende. Herzlichen Dank, auch, ja. Ja. Servus. Für dich, servus. Servus, schönen Abend, gell? Danke. Servus. Servus.